Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil des Pilotentrainings IFA am Beispiel des Airbus A321-211. Ich möchte dir zu Beginn ein paar Dinge mit auf den Weg geben, die vielleicht für das Verständnis und auch das Selbstverständnis dieser Ausbildung wichtig sein können. Zunächst einmal, dieses IFA-Pilotentraining erhebt keinen Anspruch auf eine vollständige Pilotenausbildung. Diese unterscheidet sich aufgrund der Tiefe der Flugsimulation vor allem in Study Models, wie eben zum Beispiel dem A321-211, sowohl in Umfang als auch in Intensität kaum von der realer Piloten. Diese Ausbildung soll aber virtuelle Piloten in die Lage versetzen, einen Airliner sicher im Flugbetrieb unter Normal Operations zu betreiben. Voraussetzung für das Gelingen dieser Tutorial-Reihe ist, dass du dich bereits mit den Grundlagen des Fliegens, der Flugphysik, den Principles of Flight, den Basisflugmanövern kleiner ein- oder zweimotoriger Maschinen, wie zum Beispiel der Cessna 172, auseinandergesetzt hast und grundlegend weißt, wie ein Flugzeug aufgebaut ist, welche Steuerflächen, sogenannte Flight Controls es gibt, welche Instrumente im Cockpit vorhanden sind, wie sie heißen, wie sie funktionieren und was sie anzeigen. Zu empfehlen ist dafür, die Flugschule der gängigen Flugsimulatoren zu absolvieren und diese Verfahren sowohl im IFA als auch im VFA-Betrieb zu trainieren. Flugzeuge und insbesondere Airliner sind generell unterschiedlich zu bedienen. Die Instrumente sehen etwas anders aus und die Systeme erfordern andere Procedures. Vor allem zwischen Boeing und Airbus bestehen hier grundlegende Unterschiede. Beispielsweise ist die Bedienphilosophie zwischen beiden Herstellern eine völlig andere. Während eine Boeing in der Regel nur genau das tut, was ihm der Pilot explizit vorgibt, setzt Airbus darauf, dass die grundlegenden Systeme weitgehend automatisiert ablaufen und der Pilot mehr oder weniger eine Observerrolle innehat. Entsprechend leuchten auch in einem Airbus-Cockpit Systeme nur dann auf, wenn sie für die aktuelle Phase nicht erwartungsgemäß funktionieren oder gesondert zu- bzw. eingeschaltet worden sind. Somit erklärt sich, warum Piloten für einen Airliner immer eine eigene, besondere Ausbildung für das jeweilige Flugzeugmuster, ein sogenanntes Type Rating, absolvieren müssen. Wir gehen hier gemeinsam in dieser Tutorial-Reihe spezifisch auf den Airbus A321-211 ein. Da sich die Verfahren, also die Procedures und auch weitestgehend die Cockpit-Architektur innerhalb der A320-Familie, die Muster A318, A319, A320 und A321 umfasst, decken, ist ein Type Rating hier für alle diese Modelle gültig. Das heißt, mit dieser Ausbildung sollst du in die Lage versetzt werden, alle vier Flugzeugmuster dieser A320-Familie eigentlich sicher fliegen und bedienen zu können. Bedenke aber bitte, dass es trotzdem bei einigen wenigen Schaltern und vor allem bei manchen Eingaben in der MCDU, das ist der Flight Management Computer der Airbus-Modelle, zu Unterschieden auch innerhalb der A320-Familie kommen kann, je nachdem, welche Systeme verbaut wurden. Der erste Teil der Videotutorial-Reihe zum Pilotentraining IFA, das ist das Video, das du jetzt gerade siehst, beschäftigt sich unter Anführungszeichen nur mit den Grundlagen der Airline-Fliegerei und wird dabei anhand der Flugplanung aufgebaut und erklärt. Wir werden dabei noch nicht im Flugzeug sitzen, sondern arbeiten gemeinsam alle Schritte der Flugplanung durch. Ich werde dir an den jeweiligen Stellen viele weiterführende Dinge erklären. Damit ist dieser erste Teil noch nicht an ein bestimmtes Type Rating gebunden im eigentlichen Sinne, sondern kommt so grundsätzlich für alle Airliner im IFA-Betrieb zur Anwendung. Auch wenn wir die Angaben jetzt dann exemplarisch anhand des A321-211 durcharbeiten, sind alle diese Schritte und Informationen, teils mit etwas anderen Limitationen, genauso auch für alle anderen IFA-Maschinen anwendbar. Bitte bedenke aber, dass ich auf die einzelnen Systeme nur so weit in die Tiefe reichend eingehen kann und auch eingehen werde, wie es für das Verständnis erforderlich ist, sodass du letztendlich alle Phasen der Flugplanung und Flugdurchführung unter Normal Operations sicher gewährleisten und verstehen kannst und wirst. Man könnte alleine zum Thema VOR
ein bodengebundenes System zur Flugnavigation, einen ganzen Tag mehr oder weniger sprechen und sich dabei nicht mal wiederholen. Doch das würde den Rahmen dieses Tutorials sprengen, ja, und zu mehr Verwirrung als zu Verständnis führen. Ich verweise an dieser Stelle auf schon existierende Tutorials, die teil auch qualitativ richtig gut sind und gerne bei mir erfragt werden können. In den folgenden Teilen des Pilotentrainings, die wir dann gemeinsam im Cockpit des A321 durchführen werden, werden wir alle Verfahrensabläufe so weit wie möglich und umsetzbar an der Realität orientiert abarbeiten. Man hält sich dabei an sogenannte Standard Operating Procedures, kurz SOP genannt, die vom Hersteller vorgegeben und teils natürlich auch durch die jeweilige Airline oder Company mitbestimmt werden. Ich habe hier SOPs herausgearbeitet, wie sie von den meisten europäischen Airlines angewendet werden. Einschränkend muss man dazu sagen, dass wir virtuelle Piloten im Unterschied zu Piloten im echten Flugzeug in aller Regel alleine sind und diese Procedures auf abgestimmte Abläufe innerhalb einer Crew aus zwei Piloten ausgerichtet sind. Dabei übernimmt immer ein Pilot die Rolle des Pilot Flying, der andere die Rolle des Pilot Not Flying oder Pilot Monitoring, der die Kommunikation mit den Fluglotsen übernimmt und alle Systeme und Verfahren überwacht. Wir müssen hier, jedenfalls wenn wir keine Shared Cockpit Software verwenden, beide Parts übernehmen, was damit einerseits zeitintensiver ist und dann und wann von den Procedures etwas abweichen muss, weil wir keine Flows parallel abarbeiten können. Noch eine letzte Vorbemerkung, bevor es losgeht, sei mir gestattet. Die Sprache in der Fliegerei ist international Englisch. Du wirst kaum Handbücher, Anleitungen oder Tutorials auf Deutsch finden und auch die Sprache am Funk ist Englisch. Entsprechend gibt es für die meisten Systeme oder Verfahren auch kaum deutsche Bezeichnungen und wenn, dann sind diese oft durchaus sehr holprig und von weit her geholt und erleichtern damit das Verständnis nicht oder nicht wirklich. Ich empfehle hier, sich gleich von Anfang an mit den englischen Bezeichnungen anzufreunden und vertraut zu machen, da du sonst später umlernen und damit eigentlich doppelt lernen müsstest und, wie gesagt, die deutschen Begriffe das Verständnis meist nicht wirklich fördern. Wundere dich also nicht, dass du hier mit einer speziellen und in der Fliegerei eigentlich sehr typischen Art von Denglisch, einer Mischung aus Deutsch und Englisch, konfrontiert wirst. Ich werde aber versuchen, dir die Begriffe so gut es geht zu erklären. Wie auch in der Medizin, aber eigentlich jeder professionelle Bereich, hat auch die Fliegerei ihre eigene Fachsprache und man wächst ganz automatisch in diese hinein. So ist nicht nur die Aussprache mancher Begriffe am Funk etwas anders, als wir das im Englischunterricht in der Schule lernen, sondern es hat sich auch eine gewisse Phraseologie entwickelt, also ein Konsens darüber, welche Worte und Begriffe für was verwendet werden. Dies betrifft in besonderer Weise, aber nicht ausschließlich, den Flugfunk. In der gesamten Reihe des Tutorials wirst du folgende Inhalte lernen. Das sind einerseits mal die Grundlagen, mit denen wir uns heute beschäftigen. Ganz zu Beginn die Bezeichnungen, die jetzt in der Einleitung schon mehrfach vorgekommen sind. VFR, IFR, was ist das eigentlich, was bedeutet das? Wir werden uns kurz mit der Luftraumstruktur auseinandersetzen und auch mit den Air Traffic Controllern, also der Flugsicherung, den Fluglotsen. Dann steigen wir direkt ein in die Flugplanung und werden anhand dieser dann verschiedene Gebiete abarbeiten, die wichtig sind für das Verständnis der Airline-Fliegerei. Das ist zum einen die Meteorologie, also die Wetterkunde. Wir werden uns mit Wettermeldungen beschäftigen, wie METARs, Wettervorhersagen wie TAFs oder auch Airport-Informationen, den sogenannten ATIS. Wir werden uns ein bisschen mit Treibstoffberechnungen, also Fuel Calculation, beschäftigen und kommen dann in das große Gebiet der Flugnavigation, das wir im Rahmen dieses Tutorials wirklich nur streifen können. Wir werden uns anschauen, was sind Waypoints, was sind Airways, was sind VORs, auch dieser Begriff kam schon vor, was sind NDBs, was ist eine SIT, eine STAR, kurz gestriffen, was ist eine Transition, was sind Approach Wires, wie funktioniert ein ILS, was sind ERECs und wie gehen wir mit Charts um, also Flugkarten und wie können wir diese lesen. Das ist essentiell, um fliegen zu können. So, dann werden wir uns auch ein bisschen mit dem Thema der Performance Calculation beschäftigen.
Ich werde euch in einem eigenen Videotutorial ein bisschen das Cockpit und die Panels der Airbus A320-Familie hier eben am A321-211 vorstellen. Und wir gehen dann alle Phasen der Flugdurchführung und der Normal Operations anhand von Standard Operating Procedures, also den SOPs, durch, wo wir dann die ganzen Procedures und Flows, wie sie auch in der Realität abgearbeitet werden, hier durchgehen. Wir arbeiten Normal Procedures und Normal Operations anhand von Checklists ab, wie das auch im echten Airliner der Fall ist. Checklisten decken die wichtigsten Punkte ab, aber nicht die gesamten Procedures und Flows. Diese SOPs sind sogenannte Memory Items. Wir kommen da dann nochmal darauf zu sprechen. Das sind Dinge, die man tatsächlich lernt, um sie dann auswendig abzuarbeiten. Aber keine Angst, auch dafür gibt es Hilfen und Eselsbrücken. Während des Fluges werden wir uns auch mit der ATC Communication, also mit der Flugfunkabwicklung, mit der Flugsicherung beschäftigen. Ich werde dir erklären, wie man ein Direct fliegt, wie man ein Holding, eine sogenannte Warteschleife fliegen kann und auch wieder verlassen kann, wie man vorgeht, wenn man vom Air Traffic Controller, also vom Fluglotsen, ein bestimmtes Heading zugewiesen bekommt, sogenanntes Vectoring. Wir werden uns ein Verfahren ansehen, das teilweise schon öfters zu den Notverfahren zählend erachtet wird, aber eigentlich ganz häufig im normalen Flugbetrieb vorkommt, nämlich ein sogenannter Go-Around, auch als Missed Approach bezeichnet, wenn wir aufgrund diverser Bedingungen zur Landung nicht wie geplant vollenden können. Wir werden uns in diesem Tutorial, in dieser Tutorialreihe spezifisch mit dem ILS-Approach, also dem Anflug auf ein Instrumentenlandesystem, beschäftigen und anschließend von Hand, also Manual Landing, von Hand landen. Ja, woher kommt ihr oder kommst du und jeder andere virtuelle Airliner-Pilot an euer Wissen? Ich kann euch einige Dinge oder ich kann dir einige Dinge empfehlen und mit an die Hand geben, wie man an Wissen kommen kann. Die eine Möglichkeit besteht im sogenannten Flight Crew Operations Manual. Es gibt davon verschiedene Ausgaben. Auch ich selbst habe für den A320-200 und für den A321-211 sowie für die Boeing 737-800 ein Flight Crew Operations Manual geschrieben. War sehr, sehr viel Arbeit und ich habe es aus ganz unterschiedlichen Quellen zusammengetragen und versucht, das Beste daraus zu erstellen, das über mich bezogen werden kann. Die zweite Möglichkeit sind eben die Standard Operating Procedures oder SOPs. Wie schon erwähnt, es handelt sich um Memory Items, die man dann tatsächlich lernen sollte, und wenn man einen Flieger gut und auch zeitsparend betreiben möchte, dann macht es Sinn, diese Procedures, auch wenn sie teils checklistenartig aufgebaut sind, nicht Punkt für Punkt abzulesen, sondern zu lernen, zu verinnerlichen und dann durchzuführen. Auch solche SOPs habe ich für den A321-211 oder auch für den A320-200 ausgearbeitet und beschrieben. So schauen diese Dinge dann aus, wie gesagt, etwas checklistenartig, dann ohne großartige Erklärungen. Die Erklärungen stehen in den Flight Crew Operation Manuals schon in den Seiten davor. Letztendlich kommen wir dann zu den Checklists. Es gibt diverse Checklisten für alle Flugmodelle, auch im Internet zum Herunterladen. Ich selbst habe mich, soweit es ging, an der Realität orientiert und die Real Normal Operation Checklists für den A320-200 und den A321-211 ausgearbeitet. Ja, wie kommt ihr weiterführend an Flugwissen, an Aeronautical Knowledge? Das eine, und auch damit habe ich mich genauso wie jeder andere virtuelle Pilot, glaube ich, intensiv auseinandergesetzt, sind YouTube-Tutorials. Es gibt einige sehr, sehr, sehr gute YouTuber, die wirklich Tutorials auf hohem qualitativen Niveau zur Verfügung stellen. Wenn ihr dazu Links braucht, dann bitte einfach an mich wenden und ich kann euch gerne solche Kanäle weiterempfehlen. Kostenlos zur Verfügung gestellt aus dem amerikanischen Bereich das Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge, ein sehr, sehr gutes Einsteigerhandbuch, wo es nicht explizit um die Airline-Fliegerei, sondern generell um die Bedienung
von Flugzeugen und alles drumherum, das ganze Wissen, das man braucht, abdeckt. Die großen Online Flugsimulationsnetzwerke wie IVAO oder WETSIM haben ihrerseits selber ein Kompendium herausgebracht. Es gibt Aircraft Manuals, die ebenfalls im Internet gefunden und bezogen werden können. Zum Beispiel hier exemplarisch aufgeführt für die A320-Familie von Airbus, das Flight Cooperation Manual. Diese Manuale haben teils über 3000 Seiten und sind für den echten Flieger ausgelegt, nachdem sich die Study Models, die wir hier abdecken, aber in ihren Systemen kaum unterscheiden, sind sie auch soweit anwendbar. Dann würde ich sagen, wir steigen direkt ein in die Grundlagen der Fliegerei und beginnen mit ein paar wenigen Vorbemerkungen. Das eine sind die sogenannten Visual oder Instrument Flight Rules, die VFA oder IFA-Bedingungen, über die wir uns schon ganz kurz unterhalten haben oder die zumindest namentlich schon in der Einführung erwähnt wurden. Und schauen uns auch etwas die Luftraumstruktur an, hier in diesem Tutorial am Beispiel der Luftraumstruktur von Deutschland. Nun, die Regelungen des Flugbetriebs unterliegen grundlegend zwei verschiedenen Arten. Das eine nennt sich VFR, sind also Visual Flight Rules, die sogenannten Sichtflugbedingungen. Und dann gibt es im Unterschied dazu die Instrumentenflugregeln oder Instrument Flight Rules, IFR. Mit kleinen Maschinen wie einer Cessna 172, in der jeder Pilot beginnen sollte, die Grundlagen des Fliegens zu erlernen, kommt ausschließlich die Bestimmungen der Visual Flight Rules zur Anwendung. Hier orientiert man sich in der Navigation ausschließlich anhand von sogenannten Landmarks. Das sind zum Beispiel Kirchen, Berge, Flüsse, Seen, aber auch spezielle Gebäude oder Straßen wie Autobahnen, Autobahnkreuzungen und dergleichen. Die Wetterbedingungen, die Höhe und die Fluggeschwindigkeit müssen dementsprechend angepasst sein, damit man diese Landmarks überhaupt erkennen kann. Und Navigationsinstrumente, die in diesen Flugzeugen verbaut sind, kommen, wenn dann höchstens zur Unterstützung zum Einsatz. Ganz im Gegensatz dazu ist es in den Instrument Flight Rules der Fall, dass wir hier primär anhand unserer Navigationsinstrumente navigieren. Dafür gibt es Funkfeuer am Boden oder GPS-gestützte Navigation. Instrument Flight Rules erlauben das Fliegen unabhängig von Wetter- und Sichtbedingungen, zumindest weitestgehend. Natürlich wird man auch unter Instrumentenflugbedingungen nicht direkt in einer Gewitterzelle hineinfliegen, um Turbulenzen zu vermeiden. Im Folgenden schauen wir uns kurz die Luftraumstruktur hier am Beispiel von Deutschland an. Der Luftraum ist generell, und das ist international der Fall, aufgrund unterschiedlicher Bestimmungen und Zuständigkeiten der Flugverkehrskontrolle in verschiedene Klassen unterteilt. Diese Klassen unterscheiden sich für den IFA-Verkehr in der Praxis eigentlich kaum, und aus diesem Grund werde ich sie auch nur grundlegend und kurz oberflächlich streifen. Für den VFA-Verkehr, mit dem sich dieses Tutorial allerdings nicht beschäftigt, ergeben sich jedoch teils erhebliche Unterschiede aufgrund der unterschiedlichen Wetterminima, die erforderlich sind, um einen VFA-Flug durchführen zu dürfen. Beginnen wir mit dem Luftraum Delta, hier unten dargestellt. Der Luftraum Delta umfasst die Kontrollzonen der Flughäfen, in denen der Tower bzw. die Tower-Lotsen zuständig sind. Der Luftraum Golf, dann hier aufgezeichnet, reicht vom Boden bis in eine Höhe von 2500 Fuß über dem Boden. Man bezeichnet das mit der Abkürzung AGL, das bedeutet Above Ground Level, also 2000 Fuß über dem Boden. Der Luftraum Golf ist damit also immer gleich hoch und ist ein unkontrollierter Luftraum. Das heißt, in diesem Bereich im Luftraum Golf ist keine Flugsicherung, kein Fluglotse zuständig. Ab 2500 Fuß above Ground Level beginnt dann der Luftraum Echo. Hier das E, Echo im ICAO-Alphabet,
bezeichnet diesen Luftraum Echo. Er reicht also von 2500 Fuß above Ground Level bis auf Flight Level 100. Das entspricht 10.000 Fuß Mean Sea Level, MSL, also bezogen auf den Meeresspiegel, die Höhe über dem Meeresspiegel. Durch den Bezug nicht über die Höhe über Grund, sondern auf die Höhe über dem Meeresspiegel, ist diese Obergrenze, Flight Level 100, also 10.000 Fuß, immer konstant. Ja? Während wir hier sehen, die Höhe 2500 Fuß above Ground Level, also über dem Boden, ist natürlich abhängig von der Landschaftsarchitektur, also ob es Berge oder Täler, Senkungen, Erhebungen im Gelände gibt. Je nachdem unterscheidet sich diese Höhe. Hingegen die Höhe über dem Meeresspiegel ist eine exakte und immer gleiche Größe. Ja? Der Luftraum Echo ist kontrolliert. Das heißt, IFA-Verkehr benötigt immer eine Freigabe für Flugbetrieb in diesem Luftraum. Um Kontrollzonen, also Luftraumklasse Delta herum, ist der Luftraum Echo bis auf 1700 bzw. 1000 Fuß above Ground Level, also über dem Boden, abgesenkt. Luftraum Echo herrscht eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf maximal 250 Knoten. Das ist für uns als Airliner-Piloten wichtig zu wissen, denn ab Flight Level 100 können wir im Steigflug unsere Geschwindigkeit erhöhen und umgekehrt im Sinkflug, wenn wir 10.000 Fuß über dem Meeresspiegel durchsinken, Flight Level 100 durchsinken, dürfen wir nur mehr höchstens 250 Knoten schnell fliegen. Oberhalb vom Luftraum Echo befindet sich dann nur noch, zumindest in Deutschland, der Luftraum Charlie. Auch der Luftraum Charlie ist kontrolliert. Hier gelten im Unterschied zum Luftraum Echo aber keine Geschwindigkeitsbegrenzungen mehr. Aus diesem Grund ist der Luftraum Charlie für VFA-Piloten auch nicht besonders geeignet, denn wenn ein Airliner dann mit 300 Knoten oder mehr daherkommt, hat man sehr, sehr wenig Zeit und damit sehr, sehr wenig Spielraum zu reagieren. Auch der Luftraum Charlie ist kontrolliert, das heißt, man benötigt auch für Flugbetrieb in dieser Luftraumklasse natürlich eine Freigabe der Flugsicherung. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, hier rot markiert, das sind sogenannte EDR-Zonen, das sind Sperrzonen, wie zum Beispiel militärische Sperrgebiete, in denen unter Umständen scharf geschossen wird, das symbolisiert hier dieses Piktogramm. Da möchte man, denke ich mal, auch gar nicht gerne einfliegen, weil wer will schon gerne während des Fluges von einer verirrten Kugel getroffen werden. Die Lufträume Alpha und Bravo, also A und B, gibt es in Deutschland nicht. Es sind aber ebenfalls kontrollierte Lufträume, wobei im Luftraum Alpha dann nur noch IFA-Verkehr erlaubt ist. Kurze Vorbemerkung zur Kommunikation mit der Flugsicherung, also mit den Air Traffic Controllern, den Fluglotsen. Der Flugfunk ist, wie schon eingangs erwähnt, auf Englisch, wobei es da einige Besonderheiten gibt. Erstens mal, VFA kann und wird meist in der Landessprache durchgeführt, in unserem Fall auf Deutsch. IFA-Flug wird immer und ausschließlich auf Englisch durchgeführt. Viele Bezeichnungen, die am Funk schwer verständlich sind oder die besonders wichtig sind, dass sie korrekt verstanden werden, werden am Funk buchstabiert. Für das Buchstabieren wird allerdings ein eigenes Alphabet angelehnt am NATO-Alphabet und so definiert durch die ICAO, das ist die International Civil Aviation Organization, also die internationale Behörde, die den Flugbetrieb reguliert, vorgegeben. Ihr seht es hier auf dieser Abbildung und es gibt also ganz eigene Bezeichnungen für die Buchstaben, die muss man lernen. Ja? Alpha, Bravo, Charlie, Delta und so weiter. Das ist etwas, was man wirklich im Schlaf können sollte, bevor man sich daran macht, sich mit Flugfunk und der eigenen Phraseologie auseinanderzusetzen. Auch die Ziffern von 0 bis 9 werden teils ganz spezifisch ausgesprochen, während 1 und 2 noch relativ
oder genau exakt gleich ausgesprochen werden, wie wir es in der Schule lernen, gibt es zum Beispiel bei three eine spezifische Aussprache, nämlich dass es zu keinen Verwechslungen kommt, entfällt dieses TH und man spricht die 3 als tree aus. Genauso wird nein aufgrund der Ähnlichkeit mit dem deutschen nein nicht wie gewöhnlich im Englischen ausgesprochen, sondern als neiner. Man spricht hier also Neiner. Das sind so die Besonderheiten der Zahlen und die Null wird als Zero ausgesprochen. Nicht nur hinsichtlich des Buchstabierens und der Aussprache mancher Ziffern unterscheidet sich das Englisch im Flugfunk von dem Englisch, das wir in der Schule lernen. Und es hat sich eine eigene Phraseologie entwickelt. Das habe ich auch zu Beginn schon einleitend erwähnt. Also eine bestimmte Konvention, auf die man sich geeignet hat, bestimmte Sachverhalte, Umstände, Begriffe mit bestimmten Worten oder Wortgruppen zu bezeichnen und zu beschreiben und auszusprechen. Der Flugfunk wird dann während der Flugdurchführung im praktischen Teil dieses Tutorials oder dieser Tutorialreihe mit eingebunden. Fangen wir jetzt aber direkt an mit der Flugplanung. Wir wollen gemeinsam einen Flug planen für unseren Airbus A321-211 und es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Flugplanung. Empfehlen kann ich aber von meiner Seite ja ganz besonders die kostenlose Seite simbrief.com. Ihr findet hier unten den Weblink simbrief.com. Ich kann dir nur empfehlen, dir auf dieser Seite einen kostenlosen Account zu erstellen. Und wenn du dann eingeloggt bist, kannst du über das Dispatch-System jetzt einen neuen Flug erstellen, indem du hier auf die Schaltfläche Create New Flight gehst. Hier ist es zunächst einmal und vor allem bei der ersten Flugplanung wichtig, gewisse Voreinstellungen zu treffen, damit der Output, der Flugplan, der damit generiert wird, hier als OFP bezeichnet, Operational Flight Plan, also der operationelle Flugplan, dann auch das anzeigt, was wir weiter brauchen und in einer Form, Art und Weise das generiert wird, wie es für uns weiter verwendbar ist. Aus diesem Grund wählen wir für das OFP Layout die Lido-Version aus. Die hat sich bewährt und wird auch hier verwendet. Die Einheiten für Gewichte verwenden wir Kilogramm. Ja, also wir verwenden Kilogramm als Einheiten für die Gewichtsangaben. Das ist im europäischen Raum die Konvention und da erfordern auch die Flugzeuge für die Eingabe. Die Berechnung des Contingency Fuels, wir werden uns nachher dann noch anschauen, was genau der Contingency Fuel ist, soll automatisch berechnet werden und auch der Reserve Fuel, also der Reservetreibstoff, soll automatisch berechnet werden. Das heißt, diese Einstellungen lassen wir auf Auto stehen. Wir wollen gerne ein Detailed NAVLOG haben, das heißt, der Flugplan wird uns dann mit ausgeben, die Details zu den einzelnen Navigationspunkten, die wir abfliegen. ETOPS Planning kann man eingeschaltet lassen. Bitte macht euch den Haken bei Plan Step Climbs raus. In der Regel verfahren wir nicht nach geplanten Step Climbs, das heißt einem stufenhaften Steigflug, in dem zuerst für eine gewisse Zeit auf einem niedrigeren Flight Level geflogen wird, bevor man dann aus Ökonomiegründen unter günstigeren Windbedingungen die nächste Stufe bis hin dann zur erstrebten oder gewünschten Cruise Altitude, also Höhe für den Reiseflug, steigen. Wir tragen, und ich zeige euch dann später noch, wie das funktioniert, direkt die gewünschte Cruise Altitude, also die Reiseflughöhe ein. Und wir wollen keine Step Climbs, das ist eher verwirrend und wird auch bei uns nicht durchgeführt. Macht also hier bitte diesen Haken raus. Runway Analysis bedeutet, dass Simbrief automatisch versucht, anhand der vorliegenden Wetterdaten und hier insbesondere der Windrichtung und Windstärke, vorzuschlagen, welche Runways für Start und Landung verwendet werden. Dieser Haken
empfiehlt sich wirklich, den drinnen zu lassen. NOTAMs sind sogenannte Notices to Airmen. Man bekommt hier spezifische Informationen hinsichtlich Sperren von Flughäfen, Sperren von Taxiways oder Runways, hinsichtlich besonderer Bestimmungen, wie zum Beispiel Covid-Bestimmungen und dergleichen, Einausreisebestimmungen, Überflugsbestimmungen über Länder, die zum Beispiel gerade politische Krisen oder Kriege haben. All das steht in NOTAMs drinnen und noch viel mehr, auch Informationen über ausgefallene Flugnavigationssysteme. Die kann man sich gerne mit ausgeben lassen. Ist sehr interessant, das mal durchzulesen, auch wenn sie im Flugsimulationsbetrieb nur von fraglicher Relevanz sind. Und die sogenannten FIRS oder Flight Information Regions geben bestimmte NOTAMs aus. Auch die kann man sich hier anzeigen lassen. Die Flight Map würde ich dir empfehlen, lass sie auf Detail stehen. Dann können wir schon mit der eigentlichen Flugplanung loslegen. In der ersten Zeile, im ersten Bereich Flight Information oder Flight Info, finden wir einige Felder, in die wir etwas eingeben müssen. Zu Beginn die Airline. Hier wird gefordert der sogenannte Airline Code. Jede Airline, für die du fliegst, hat ihren vordefinierten Code. Diese Codes sind auch über eine ganz normale Google-Suche leicht herauszufinden. Zum Beispiel die Lufthansa hat den Airline Code Delta Limo Hotel, also DLH, und steht für Deutsche Lufthansa. Die Austrian Airlines hat das Airline-Kürzel Alpha Uniform Alpha, also AUA. Die TUI Airline hat die Flugbezeichnung TUIjet und die Abkürzung TUI. Ja. Daneben werdet ihr aufgefordert, eine Flight Number, also eine Flugnummer, auszuwählen. Ihr könnt hier eine Nummer eingeben, wie sie euch gefällt. Ja, die darf auch Buchstaben enthalten, sie darf Zahlen und Buchstaben enthalten oder nur Ziffern. Ihr könnt dazu, wenn ihr das realitätsgetreu machen wollt, im Internet reale Flugnummern raussuchen für die Flugstrecke und die Airline, die ihr fliegen möchtet. Und die dann eintragen oder ihr denkt euch eine wunschgemäße Flugnummer aus. Hier habe ich verwendet die AUA 1202. Das ist mein Callsign, das ich eigentlich für alle Flüge, die ich selber erstelle und nicht anhand meiner Virtual Airline fliege, verwende. Als nächstes wirst du gefragt nach dem Flughafen, von dem du starten möchtest und dem Flughafen, zu dem du hinfliegen möchtest, also dem Departure Airport und dem Arrival Airport. Angenommen, wir möchten von Salzburg in Österreich nach Hamburg in Deutschland fliegen, dann können wir hier nicht eintragen Salzburg-Hamburg, sondern wir müssen dafür den sogenannten ICAO-Code verwenden. Die ICAO, das habe ich schon vorweg erwähnt, ist die International Civil Aviation Organization, also die internationale Behörde zur Regulation des Flugbetriebs. Die ICAO hat für jeden Flughafen auf der Welt einen sogenannten Four-Letter-Code ausgegeben. Ja, der ist international standardisiert und einheitlich. Er besteht aus 4 Buchstaben. Die großen Flughäfen in Deutschland beginnen alle mit EDD. Dahinter noch ein Kürzel, das oft, aber nicht immer, dem Namen der Stadt entspricht, in dem der Flughafen ist. Somit ist EDDH, also der Four-Letter-Code, der ICAO-Code für Hamburg. Und wir tragen ihn für den Zielflughafen unter Arrival ein. In Deutschland beginnen diese Four-Letter-Codes in der Regel mit EDD. In Österreich beginnen sie für die größeren Flughäfen in der Regel mit LOW und S steht dann für Salzburg. Das heißt, wir starten in Salzburg, ICAO-Code LOWS und möchten nach Hamburg fliegen, EDDH vom ICAO-Code. Der Ausweichflughafen, den wir anfliegen müssen für den Fall, dass das Wetter auf unserem eigentlich gewünschten Zielflughafen dergestalt ist, dass wir dort nicht landen können, weil es zum Beispiel zu turbulent ist, weil der Flughafen geschlossen wird oder weil wir aus diversen anderen Gründen dort nicht landen können, wird in der Regel automatisch ausgegeben. Hier findet ihr
In Grau drinnen stehen Auto. Sobald ihr Departure und Arrival eingegeben habt, wird euch dann automatisch ein Alternate Airport vorgeschlagen. Ihr könnt hier aber genauso gut auch einen davon abweichenden anderen Alternate Airport eintragen, beziehungsweise natürlich dessen Vorletter ICAO-Code. Das Datum, an dem der Flug durchgeführt wird, in der Regel der Tag, an dem man den Flugplan erstellt. Es macht keinen Sinn, den Flugplan Tage im Voraus zu erstellen, weil der Flugplan stark wetterabhängig ist und sich das Wetter nicht nur tagesbedingt, sondern oft schon innerhalb weniger Stunden grundlegend ändern kann und somit ein Flugplan dann nicht mehr anwendbar und nicht mehr gültig ist. Hier zum Schluss wirst du gebeten, die Departure Time, also die Abflugzeit anzugeben. Das ist die Zeit, in der du voraussichtlich laut deiner Flugplanung abheben möchtest, also den Takeoff durchführen möchtest. Plane dir da bitte genug Zeit ein, einerseits für die Flugplanung. Ich nehme da circa, nachdem ich schon sehr oft gemacht habe und schon etwas flüssiger in diesem Procedures bin, eine halbe, dreiviertel Stunde für die Flugplanung, dann nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde für die Cockpit Preparation, also die ganze Flugvorbereitung, also circa eine Stunde bis eineinhalb Stunden im Voraus trage ich hier immer die Zeit ein. Und nicht vergessen, hier steht in Klammern Zulu dabei. Das verweist darauf, dass wir in der Fliegerei die Uhrzeit immer in der Zulu Time angeben. Zulu Time ist der Code für die UTC, die koordinierte Universalzeit oder auf Englisch Universal Time Coordinated. Ja. Die UTC liegt von der mitteleuropäischen Zeit eine Stunde zurück. Oder wenn bei uns Sommerzeit ist, zwei Stunden zurück. Das ist also relativ leicht umrechenbar. Wenn es jetzt gerade bei dir auf der Uhr 15 Uhr ist, dann ist, wenn gerade Winter ist, die UTC 14 Uhr und im Sommer wäre es dann 13 Uhr. Gut, das wäre es soweit zu diesem ersten Bereich, Flight Information. Das sind die grundlegenden Basisinformationen, die jeder Flugplan braucht und die auch das Programm auf SimBrief braucht, um weiterführend planen zu können. Darunter hast du dann ein Feld, in dem Aircraft Type steht. Hier hast du anhand dieses Dropdown-Menüs die Möglichkeit, dir gewisse Voreinstellungen herauszusuchen. Wenn du also zum ersten Mal eine Flugplanung machst, kannst du dir hier zum Beispiel die Boeing 737-800 oder den A321 oder den A320 oder was auch immer, den A319 raussuchen. Und es werden damit dann einige voreingestellte Performance-Daten, die dieser Flieger mit sich bringt, in die Flugplanung geladen und zur Berechnung verwendet. Ich empfehle dir ganz dringlich für dich grundsätzlich für ein Flugmuster, für ein Flugmodell zu entscheiden, anhand dessen du lernen möchtest, dass du wirklich übst, trainierst und ich möchte fast sagen ausschließlich fliegst. Ja? Bei mir sind es aktuell zwei Flugmuster, die ich ausschließlich fliege. Das ist der A320-200 und der A321-211. Aktuell beschäftigen wir uns mit dem A321-211 und für den gibt es schon vorgefertigte Presets. Ihr könnt euch auf SimBrief eure eigene Flotte zusammenstellen und dabei die erforderlichen Daten über euer Flugzeug hineinladen. Ich habe dir hier mal das Beispiel des Presets für den A321-211 exemplarisch abgebildet. Der hat eine interne ID-Nummer, man kann hier Notizen eintragen, der ICAO-Code ist eben A321, Aircraft-Name, welche Engines sind da verbaut, das kommt später nochmal vor, das sind in unserem Fall die CFM-Triebwerke mit der Kennung 56.5B3. Es gibt eine Registrierung, das ist die in der Regel hinten am Flugzeug angegebene Ländercode mit einer Buchstabenregistrierung, das wäre in diesem Fall die Lima Bravo Delta. In der Regel gibt es auch eine FIN-Nummer dazu, die habe ich leider für diesen A321-211 nicht gefunden, aber den CELCAL-Code
Dann gibt es noch einen Code für den Transponder und diverse weitere Angaben. Man findet diese Presets oftmals schon fertig im Internet zum Runterladen, die man dann einfach hier in den Aircraft Editor von SimBrief implementieren kann und hat dann alle Angaben fix fertig parat. Wichtig hier zum Beispiel, das möchte ich diesen Punkt herausgreifen, die Angabe über die maximalen Passagiere im A321-211 Modell, das ich hier verwende, ist die Bestuhlung so gestaltet, dass wir maximal 200 Passagiere mitnehmen können, weil es auch einen Business-Class-Bereich und einen Economy-Bereich gibt. Grundsätzlich laut Hersteller wären maximal 220 Passagiere im A321 möglich, wenn wir ausschließlich Economy-Class-Sitze haben. Das soweit zum Aircraft Type, auch als Airframe bezeichnet, das ihr euch hier einstellen sollt. Gut, darunter finden wir dann die Advanced Aircraft Options. Hier gibt es relativ wenig, was wir eintragen müssen. Exakt nur zwei Punkte. Der Rest wird aus dem zuvor eingestellten Airframe übernommen. Das eine ist der Cost Index, CI bezeichnet, Cost Index. Der Cost Index ist ein Ökonomiefaktor, der in der Regel von 0 bis 99, für moderne Airliner geht er auch durchaus über 100, angibt, wie die Flugdurchführung im Hinblick auf die Ökonomie, den Spritverbrauch und die Geschwindigkeit durchgeführt wird. Der Cost Index wird in aller Regel durch die Airline vorgegeben, kann aber durch den Piloten noch modifiziert werden, um letztendlich eine Flugdurchführung zu garantieren, die einerseits nicht zu viel Sprit verbraucht, ja, was ein Beladungsproblem, ein Beladungsfaktor ist, weil wenn ich mehr Treibstoff verbrauche, muss ich auch mehr beladen. Entsprechend wird das Flugzeug schwerer und ich muss alleine für den Sprit schon wieder mehr Kerosin betanken, um diesen mitnehmen zu können. Und andererseits auch möglichst in einer angemessenen Zeit am Destination Airport zu sein und landen zu können. Grundsätzlich gibt der Cost Index an, je niedriger der Cost Index ist, umso langsamer und treibstoffsparender fliegen wir. Je höher der Cost Index ist, umso schneller und weniger treibstoffsparend fliegen wir. Für den A320, aber auch den A321, hat sich als Standard der Cost Index 15 eingebürgert oder bewährt gemacht, der allerdings schon relativ niedrig ist, wo man dann so in einer Reisefluggeschwindigkeit von gerade mal Decimal 7 Mach fliegt oder 6-7 Mach fliegt. Wir verwenden hier meistens, und das ist ein sehr günstiger Wert, den kannst du dir merken, für die Airbus-Familie, zumindest für die A320-Familie, ein Kostindex von 35. Der Fuel-Faktor, den kannst du grundsätzlich auf 0 stehen lassen. Solltest du allerdings merken, dass du für deine Flüge kategorisch immer um einige Prozent zu wenig Treibstoff mit hast, ja, sodass du immer knapp bist mit dem Treibstoff bei der Landung, kannst du dir für die Zukunft den Fuel Factor höher setzen. Der Fuel Factor ist ein gewisser Prozentsatz, dafür steht das P, der dir um die angegebene Zahl mehr Prozent Treibstoff für den Block Fuel, also die Gesamtmenge an Treibstoff, die wir betanken, hineinberechnet, um diesen Sicherheitsmargin, also diese Sicherheitskalkulation, mit an Bord zu haben, wenn du aufgrund deiner Flugdurchführung und deiner Flugmanöver oder deines Airliners immer knapp bist mit der Treibstoffmenge am Destination Airport. Würde ich dir das empfehlen, kommst du immer mit gut und genügend Treibstoff an, kannst du den Fuel Factor auf Zero belassen. Alle weiteren Dinge werden automatisch von SimBrief ausgefüllt aufgrund des Airframes und wir können uns den nächsten Bereich, die nächste Eintragsmöglichkeit anschauen. Hier heißt es Optional Entries, also optionale Einträge. Optional deswegen, weil diese Felder grundsätzlich automatisch berechnet werden von SimBrief. Ich empfehle dir da aber wirklich ganz, ganz dringend, jene Punkte, die wir jetzt durchbesprechen, selbstständig auszufüllen und nicht berechnen zu lassen, da hier SimBrief oftmals Fehler macht. Die Scheduled Flight Time gleich zu Beginn, die kannst du stehen lassen.
Das ist die geplante Flugzeit, die berechnet Simbrief wirklich sehr akkurat und das passt auch immer ganz schön. Die kann man hier so stehen lassen. Ganz anders ist die Situation bei der Departure und Arrival Runway. Ich möchte hier nicht sagen, dass Simbrief sich mit den Departure und Arrival Runways, die es aufgrund der Wetterbedingungen vorschlägt und hier vorgibt, sich irrt. Es irrt sich sogar sehr, sehr selten, muss ich sagen. Allerdings gibt es für Flughäfen unterschiedliche Procedures. Das Wetter ist vielleicht nicht immer ganz aktualisiert und es empfiehlt sich hier auf jeden Fall selbst jedes Mal nachzuprüfen, auf welcher Runway du starten möchtest und du landen möchtest oder musst, je nach Vorgabe der Flugsicherung. Welche Runway möchtest du jetzt verwenden für den Start und für die Landung? Gut, grundsätzlich müssen wir mal davon ausgehen, dass eine Runway, also eine Start- und Landebahn oder auch manchmal als Piste bezeichnet, immer eine Ziffernbezeichnung hat, die die Betriebsrichtung angibt. Das heißt, eine Runway, die wie hier 2-2 heißt, ist in Kompassrichtung in Richtung 220 Grad ausgerichtet. Das heißt, die Runway-Bezeichnung ist immer eine Zahl, kann jetzt 04 lauten oder 22 oder 36 oder wie auch immer, sind immer zwei Ziffern und sie geben die ersten beiden Stellen der dreistelligen Gradangabe an. Das heißt, die letzte Stelle wird ausgelassen. Diese Genauigkeit kann eine Runway-Richtung auch gar nicht haben, sondern man nimmt die ersten beiden Ziffern der Gradangabe, in welcher Richtung, in welcher Himmelsrichtung die Runway liegt. Und manchmal kommt noch ein Buchstabe hinten dran. Dieser Buchstabe kann ein L sein, ein R sein oder ein C. Es gibt Flughäfen, die haben nicht nur eine Landebahn in dieser Richtung, sondern zwei. Dann gibt es eine linke und eine rechte. In diesem Fall wäre das dann die Runway 22 left, wenn ein L dran steht. Oder die Runway 22 right, wenn ein R dran steht. Große Flughäfen, zum Beispiel der Flughafen Frankfurt, haben sogar drei Landebahnen in derselben Richtung. Dann gibt es eine mittlere oder Center Runway und dafür steht dann das C. Das C steht also für Center. In dem Fall wäre das dann die Runway 22 Center. Bitte sagt niemals die Runway 22. Man spricht Gradangaben niemals in durchgelesenen Zahlen an, sondern immer Ziffer für Ziffer. Also in diesem Fall wäre das nicht die Runway 22 oder die Runway 22, sondern die Runway 22. Dann noch die Bezeichnung Left, Right oder Center. Das ist das Erste, was man wissen muss über die Runway-Bezeichnungen. Welche Runway betrieben wird und in welcher Betriebsrichtung die Runway betrieben wird, entscheidet der Flughafen aufgrund der Windrichtung. Dazu muss man wissen, dass man immer auf der Basis startet und landet, dass man versucht, gegen den Wind zu starten und zu landen. Warum ist das so? Wie du hoffentlich schon weißt aus den Principles of Flight, ist das Tragflächenprofil eines Flugzeugs, egal ob das jetzt eine Cessna ist oder ein Airbus oder eine Boeing oder was auch immer, zeigt ein bestimmtes besonderes Profil, ist also an der Unterseite relativ flach, hingegen an der Oberseite gewölbt. Das führt dazu, dass die anströmende Luft an der Unterseite relativ normal durchgeleitet wird, an der Oberseite der Tragfläche aber einen weiteren Weg zurücklegen muss und damit schneller strömen muss als auf der unteren Seite. Damit ergibt sich ein Druckunterschied, nachdem die schneller strömende Luft weniger Druck hat, ja, ergibt sich damit ein gewisser Sog nach oben, hingegen ist der Luftdruck der langsamer strömenden Luft auf der unteren Seite mit einem höheren Luftdruck verbunden, was sozusagen einen Druck von unten nach oben bezeichnet und beide Kräfte gemeinsam ergeben den Auftrieb. Der Auftrieb ist umso größer, je schneller die Luft hier entlang strömt.
Jetzt ist es so, dass wir natürlich bei Start und Landung auf der Runway erst Geschwindigkeit aufbauen müssen für den Takeoff, beziehungsweise im Falle der Landung schon relativ langsam sein müssen, damit wir dann in der Rollout-Phase nicht über die Runway hinausschießen. Das heißt, in beiden Fällen, sowohl bei Start als auch bei Landung, sind wir mit relativ gesehen geringer Geschwindigkeit unterwegs. Umso wichtiger ist es, dass die Luft schon mit einer gewissen Geschwindigkeit, also mit einem bestimmten Wind, einer Windstärke, auf die Tragfläche anströmt und wir damit einen größeren Auftrieb erzeugen können, sowohl für Start als auch für Landung, indem eben die Luft mit einer besseren Geschwindigkeit über die Tragflächenoberflächen strömt, womit sich, wie hier eben beschrieben, der Auftrieb generiert. Das heißt, wir schauen uns an, aus welcher Richtung kommt der Wind und gibt es eine Runway, in deren Betriebsrichtung wir gegen den Wind starten bzw. gegen den Wind landen können. Ja. So schaut das dann in echt aus. Hier am Beispiel eines der schwierigsten Flughäfen der Welt. Hier die Runway, lautet die Bezeichnung? Sehr gut, richtig. 24, nicht 24 oder 20. Das ist die Runway 24 eines Flughafens. Und so schaut auch die Bezeichnung in echt dann aus. Gut. Jetzt müssen wir zuerst mal wissen, jetzt wissen wir die Grundlage. Das heißt, welche Runway wählen wir aus, die in deren Richtung wir so starten und landen können, dass wir gegen den Wind starten und landen. Dafür müssen wir jetzt aber zuerst mal wissen, welche Runways gibt es denn auf den Flughäfen, die ich für Start und Landung ausgewählt habe. Da hilft uns die Airport Chart. Jeder Flughafen hat für seine Betriebsgrundlagen ein ganzes Set an Karten, die sogenannten Charts. Entweder habt ihr einen Navigraph-Account, Navigraph ist eine Firma, die diese Karten zur Verfügung stellt, immer aktualisiert zur Verfügung stellt. Oder wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch über Google-Suche einfach den Four-Letter-ICAO-Code für euren Flughafen, Departure- und Arrival-Flughafen eintragen und dahinter den Begriff Chart. Ja, also wenn ihr zum Beispiel die Karten für den Flughafen Salzburg, ICAO-Code LOWS wollt, gebt ihr in die Google-Suche ein, LOWS Charts, und dann bekommt ihr in der Regel ein PDF-Dokument mit mehreren Seiten, teilweise auch bis zu über 100 Seiten, die nicht immer ganz aktuell sind, aber für den Betrieb in der Flugsimulation durchaus genügen müssten, wo ihr alle Anflugkarten, Abflugkarten und auch die sogenannten Aerodrome Charts, also die Flugplatzkarten, für den Flughafen findet. Die Aerodrome Chart hat immer eine charakteristische Seitenbezeichnung. Meistens ist das die 10-9. Ihr seht das hier oben. Das ist die Seitenzahl. Und meistens findet man auf der Seite 10-9 die Aerodrome Chart. Und hier seht ihr für den Flughafen Salzburg, dass es eine Runway 33 gibt und eine Runway 15. Ich kann also, je nach Windrichtung, mir ohnehin für den Start, für den Takeoff, nur eine dieser beiden Runway Directions auswählen, je nachdem, aus welcher Richtung der Wind kommt. Das heißt, in einem zweiten Schritt muss ich jetzt schauen, aus welcher Richtung kommt der Wind und mir dann eine dieser beiden Runways für den Takeoff auswählen. Entweder die Runway 15 oder die Runway 33. Ihr seht hier darunter eine genaue Gradangabe. Die Runway 15 ist, wie die Bezeichnung schon sagt, muss also in magnetischer Richtung 150 Grad liegen. Ganz exakt ist das meistens nicht der Fall und die exakte Richtung, die sogenannte Runway Heading oder Runway Direction, ist immer darunter angegeben. Ihr seht hier, die Runway 15 liegt in Wirklichkeit in Richtung 153 Grad. Auch die Runway 33 ist nicht exakt in Richtung 330 Grad, sondern in Richtung 333 Grad ausgerichtet. Für den Flughafen Hamburg schaut das Ganze schon ein bisschen anders aus. Der Flughafen ist durchaus größer. Auch hier auf der Seite 10.9 der EDTH-Charts zu finden.
hier die Aerodrome Charts und wir sehen hier, dass wir vier mögliche Runways haben. Auch hier gibt es genauso wie in Salzburg eine Runway 15 und eine Runway 33, die hier wirklich exakt den Himmelsrichtungen entsprechen. Es gibt aber auch eine Runway 05 und eine Runway 23. Jetzt geht es darum, zu schauen, eben im zweiten Schritt, wie ist die aktuelle Windrichtung? Aus welcher Richtung kommt der Wind? Dafür habt ihr zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, und die würde ich unabhängig von der zweiten Möglichkeit immer empfehlen, sucht euch die aktuelle Wettermeldung des jeweiligen Flughafens für Departure und Arrival raus. In diesem Fall wieder die Google-Suche, in diesem Fall nicht LOWS Charts, sondern LOWS Metar. Du wirst gleich lernen, was ein Metar ist und was diese Bezeichnung bedeutet. Da findet ihr unter den Google-Suchergebnissen meist eine Seite von der Homepage allmetsat.com. Die zeigt euch dann unter anderem so einen Code an. Da steht Metar, Doppelpunkt und dann viele Buchstaben und Ziffern, die dir jetzt wahrscheinlich noch gar nichts oder nicht viel sagen. Aber das werden wir jetzt ändern. Wir beschäftigen uns jetzt direkt mit dem Bereich Meteorologie, also Flugwetterkunde, und dabei im Speziellen mit dem Dekodieren einer solchen Metar-Nachricht. Was ist überhaupt ein Metar oder eine Metar? Metar ist die Abkürzung für Meteorological Aviation Routine Weather Report, also eine Wettermeldung eines Flughafens. Es gibt neben der Metar, und das ist auch noch wichtig, das zu betrachten, eine sogenannte TAF, Terminal Aerodrome Forecast. Und wer ein bisschen Englisch kann, der weiß schon, Forecast ist die Wettervorhersage. Bei einer TAF handelt es sich also um eine Flughafenwettervorhersage. Wichtig zu wissen, diese Wettermeldungen gelten eingeschränkt für das Gebiet des Flughafens. Die gelten nicht für die Flugroute unterwegs. Ja? Aber das ist das entscheidende Wetter, das Wetter um den Flughafen herum, von dem ich starte und auf dem ich landen möchte. Ein Metar ist immer nach einer bestimmten Struktur aufgebaut. Das seht ihr hier. Aus Platzgründen ist das untereinander gerichtet. Natürlich wäre dieser Bereich eigentlich hier hinten dran. Und auch ein TAF, eine Wettervorhersage, ist ganz ähnlich aufgebaut. Auf die TAF werde ich hier jetzt nicht im Speziellen eingehen, sondern wir schauen uns den Aufbau und die Bedeutung von Metar-Bestimmungen an. Die TAF ist aber mit Vorhersage eines bestimmten Vorhersagezeitraums ganz ähnlich aufgebaut. Nun, das Erste, was wir in einer Metar sehen, ist der schon bekannte Four-Letter-Code, der ICAO-Code des Flughafens. In unserem Fall hier haben wir beispielhaft den Flughafen Frankfurt am Main ausgesucht. Das ist der Four-Letter-Code EDDF. Danach kommt eine lange Schlange aus Zahlen, also aus Ziffern und einem Buchstaben, der gibt uns den Beobachtungszeitraum des Wetters an. Das heißt, zu welchem Zeitpunkt war das Wetter so, wie es hier beschrieben ist. Die ersten beiden Ziffern dieser langen Schlange geben den aktuellen Tag des jeweiligen Monats an. Das heißt, in diesem Fall am sechsten Tag des aktuellen Monats. Wenn jetzt zum Beispiel gerade April ist, dann war das am 6. April oder die Meta gilt für den 6. April. Die nächsten vier Ziffern geben die Uhrzeit der Beobachtung an, zwar in Stunden und Minuten. Das heißt, in diesem Fall war die aktuelle Beobachtungszeit um 11.50 Uhr und wie wir das schon kennen aus der Fliegerei, nicht in Ortszeit, sondern in Zulu-Time. Dafür steht das Z. Zulu-Time, das hast du jetzt schon gelernt, ist die Kennung für die UTC, also die koordinierte Weltzeit. Die liegt in der Winterzeit eine Stunde zurück, in der Sommerzeit zwei Stunden zurück, in Bezug auf die mitteleuropäische Zeit. Der nächste Bereich gibt uns den Wind an. Und das ist jetzt eigentlich schon das Interessante für die Runway-Auswahl. Und zwar haben wir auch hier fünf Ziffern zuerst und danach immer die Bezeichnung KT für Knoten.
Es gäbe theoretisch auch die Möglichkeit für MS, also Meter pro Sekunde. Das ist aber in Europa nicht der Fall und innereuropäisch, und dafür ist dieses Tutorial ausgerichtet, wird die Windgeschwindigkeit immer in Knoten angegeben. Ja? Ein Knoten ist eine nautische Meile, also eine Seemeile pro Stunde. Die ersten drei Ziffern dieser Zahl geben die Windrichtung an. Das ist das Relevante für uns jetzt in der Phase der Flugplanung, wenn es darum geht, die richtige Runway für Takeoff und Landung auszuwählen. Die beiden hinteren Ziffern geben die Windgeschwindigkeit an, und darauf bezieht sich jetzt auch die Einheit Knoten, nämlich die Windgeschwindigkeit in Knoten. Nachdem den meisten von uns eine Geschwindigkeitsangabe in Knoten kaum etwas sagen wird, habe ich hier unten eine kleine Tabelle zusammengestellt, die so verdeutlichen, wie eine Windgeschwindigkeit in Knoten angegeben in etwa für uns vorkommt. Das heißt, naja, so 22 bis 27 Knoten empfinden wir schon als starken Wind. Sturm wäre dann bei 34 bis 40 Knoten, und ein Orkan dann über 63 Knoten. Bei solchen Bedingungen werden wir eher nicht starten oder dort landen. Ja, irgendwo müssen wir landen, aber nicht dort, wo gerade ein Orkan bläst. Ja, und das sagt auch hier diese übersichtliche Erklärung. Der erste Bereich sagt uns also Windrichtung, Windgeschwindigkeit, und gibt eben an, dass die Geschwindigkeit in Knoten gemessen worden ist. Alternativ wären auch Meter pro Sekunde über die Einheit MPS möglich. In diesem Fall, in diesem Beispiel also, kommt der Wind aus 230 Grad und weht mit 8 Knoten. Hier in der Tabelle 8 Knoten, eine schwache Brise. Ja, also stört uns nicht, aber ist natürlich relevant für den Gegenwind, den wir für den Start und auch für die Landung brauchen. Besonderheiten bei der Windangabe wären die vorangestellte Abkürzung VRB. Das bedeutet Variable. Das heißt, hier ist die Windrichtung variabel. Der Wind dreht sich also in verschiedene Richtungen, und eine eindeutige Windrichtung kann nicht angegeben werden. Das heißt, die Buchstaben VRB ersetzen in diesem Fall die Angabe der Windrichtung in Grad mit den drei Ziffern. Dann gibt es noch die Möglichkeit, und auch das ist nicht selten, dass Wind in Böen auftritt, also böiger Wind. Und Böen auf Englisch sind sogenannte Gusts. Und in diesem Fall steht dann nach der Angabe der Windrichtung, in diesem Fall 050 Degrees, und der Windgeschwindigkeit, in diesem Fall hier 20 Knoten, noch ein G mit einer zweiten Windgeschwindigkeit. Das ist die Windgeschwindigkeit in den Böen, also in den Gusts. Ja, also G35 bedeutet Böen mit einer Windgeschwindigkeit bis zu 35 Knoten. Solltet ihr hier 5 Nullen finden, gefolgt von der Angabe KT für Knoten, bedeutet, dass das kein Wind geht. Es ist also windstill. Kommt selten vor, aber es kommt vor. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass der Wind sich nicht generell grundsätzlich in verschiedene Richtungen dreht, sondern abwechselnd aus zwei verschiedenen Windrichtungen weht. Das kann angegeben werden durch eine Windrichtung, in diesem Fall 030 Degrees, Variable 100. Ja, in diesem Fall also Windrichtung entweder aus 30 Grad oder aus 100 Grad. Okay. Hier schwankt der Wind also in diesem Bereich. Okay, dann kann man sich auch schon ein bisschen orientieren hinsichtlich der auszuwählenden Runway für Start, Takeoff und für die Landung. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Kategorie aus der Meta. Hier geht es dann in einem Vier-Ziffern-Code um die Sichtweite. Das ist die Bodensicht in Metern angegeben. Auch wenn wir sonst Entfernungen in der Fliegerei in Meilen angeben, also in nautischen Meilen, abgekürzt NM, entsprechend Seemeilen, wird die Sicht immer in Metern angegeben. Und in diesem Fall hätten wir hier also eine Sichtweite von 4 Kilometern, also 4000 Metern. Der Code 9999 bedeutet entsprechend, dass die Sicht
mehr als 10 Kilometer beträgt, also größer gleich 10 Kilometer. Ist die Sicht nicht in allen Himmelsrichtungen gleich, kann eine Sichtbeschränkung mit einem Buchstaben, der die Himmelsrichtung bezeichnet, gekennzeichnet werden. Das heißt zum Beispiel 4000 November, N für November, wäre 4000 Meter Sicht in nördlicher Richtung. Oder mit einem O für östliche, S für südliche oder W für westliche Richtung. Angegeben werden kann auch neben der reinen Bodensicht, die von der Runway unabhängig ist, eine sogenannte Runway-Sichtweite, ebenfalls in Metern. Die Runway-Sichtweite ist für die Landung, aber auch für den Takeoff schon eine ganz relevante Größe und wird als RVR oder Runway Visual Range bezeichnet. Die Runway Visual Range, wenn die extra angegeben wird, ist dadurch gekennzeichnet, dass der Buchstabe R vor der Sichtweitenangabe steht und danach die Bezeichnung der Runway, auf die es sich bezieht. Wir haben schon gelernt, wie wir Runway-Bezeichnungen lesen. Das wäre in dem Fall die Runway 2 for left. Ebenfalls kann noch dazu angegeben werden, ob es in den letzten in den letzten 10 Minuten eine Änderungstendenz gegeben hat. Ja, ob die Sichtweite weniger geworden ist, dann würde da ein D stehen für downward, also sinkend. Ob die Sichtweite weiter geworden ist, also upward, steigend, dann würde hier ein U stehen. Oder ein N, wenn es keine Änderung gibt, also no distinct, soll das heißen, distinct tendency, also gleichbleibend. Das wären die Angaben zur Sichtweite. Dann haben wir noch die Wettererscheinungen. Die Wettererscheinungen sind durch einen Wettercode angegeben, wobei zunächst die Intensität angegeben werden kann. Die Intensität mit einem Minus bedeutet schwach oder leicht. Wenn nichts dabei steht, kein Plus oder kein Minus, dann ist es als mäßig zu werten. Wenn ein Plus davor steht, dann bedeutet das stark oder heavy. Ja. Und jetzt gibt es verschiedene Wetterphänomene, die durch Buchstabencodes beschrieben sind. Relativ häufig und damit auch wichtig ist zum Beispiel die Bezeichnung Sierra Hotel, also SH für Schauer. Es gibt Regenschauer, es gibt Schneeschauer, das würde dann dahinter stehen, welche Art von Niederschlag es sich handelt. Aber die Bezeichnung Sierra Hotel SH bezeichnet mal Schauer. TS steht für Thunderstorms, also Gewitter. Ja. Es gibt auch FZ, gefrierend, also Freezing, zum Beispiel gefrierender Regen wäre FZRA, weil hier sehen wir schon der nächsten Bezeichnung, RA steht für Rain, SN für Snow. Auch das habe ich selber schon gesehen. SG für Snow Grains, das sind so Schneegriesel, also gefrierender Schnee. Oder GR für Hail, für Hagel. Ja, auch das kann vorkommen. Sehr selten AP, also ab P, ja, würde das bedeuten für einen unbekannten Niederschlag, also Unknown Precipitation. Eine Sichttrübung kann danach noch angegeben werden, zum Beispiel Fog für Nebel oder Fume für Rauch. Dann gibt es auch ganz exotische Dinge wie vulkanische Asche und dergleichen. Die muss man nicht alle auswendig kennen, aber es empfiehlt sich, dass ihr irgendwo in euren Flugunterlagen, in euren Flugdokumenten so eine Übersetzungshilfe oder Dekodierungshilfe parat habt. Dann kann man da beim Metacode nachschauen. Ja, und auch die letzten Zusatzbezeichnungen sind sehr, sehr seltene Dinge, außer die Böen, die Squalls, SQ, also Sierra Quebec, kommt häufiger mal vor. In unseren Breiten müssen wir Gott sei Dank seltener mit Tornados oder Sandstürmen rechnen. Dinge, die hier nicht angeführt sind, aber trotzdem immer wieder mal in den Wetterphänomenen mit vermerkt sind, sind die Bezeichnung Romeo Echo, also RE, für recent, das heißt kürzlich. RERA würde also bedeuten recent rain, das heißt, es hat kürzlich gerade erst geregnet, bedeutet aktuell regnet es nicht, aber die Runways, die Taxiways werden noch nass sein und entsprechend muss ich das beim Rollen bzw. bei Start und Landung
auch für meine Triebwerke bedenken. RMK bedeutet Remark und leitet Zusatzinformationen ein. Wir sehen das vor allem später dann bei der ATIS. Das sind zusätzliche Flughafeninformationen, die immer mit der Bezeichnung RMK Remark eingeleitet werden. Der nächste Bereich beschäftigt sich mit den Wolken. Bei den Wolken wird zunächst der Bedeckungsgrad über einen Three-Letter-Code, also über drei Buchstaben, angegeben. Der Bedeckungsgrad wird grundsätzlich nach einer Achtelregelung, das symbolisiert hier unten auch diese Grafik, angegeben. Und da gibt es verschiedene Bedeckungsgrade. Das Einfachste, wenn keine Wolken am Himmel sind, wäre Sky Clear, mit der Abkürzung Sierra Kilo Charlie bezeichnet. Ein paar wenige Wolken, also few, würden bedeuten, dass so 1-2 Achtel des Himmels mit Wolken bedeckt sind. Scattered bedeutet so 3-4 Achtel, also da kann schon die Hälfte des Himmels wolkenbedeckt sein. Und hier hätten wir dann die Abkürzung Sierra Charlie Tango für scattered. Wenn der Himmel ziemlich dicht mit Wolken verhangen ist, bezeichnen wir das als broken. Meint eine Bedeckung von 5-7 Achtel des Himmels. Und die Abkürzung dafür, entsprechend dem Wort Broken, wäre Bravo Kilo November, also BKN. Und ein komplett wolkenverhangener, bedeckter Himmel wäre Overcast auf Englisch mit der Bezeichnung OVC, also Oscar Victor Charlie. Und das wird der Wolkenbeschreibung vorangesetzt. In unserem Fall hätten wir also hier eine Bedeckung Broken, das bedeutet 5-7 Achtel des Himmels sind Wolken verhangen. Dahinter kommen drei Ziffern. Diese drei Ziffern geben die Wolkenuntergrenze vom Boden her betrachtet in einer Höhe von, eben wie hier angegeben, mal 100 Fuß above ground level, also über dem Boden an. In diesem Fall, also wären das bei 008, wäre die Wolkenuntergrenze auf 800 Fuß. Ja, man streicht hier immer die letzten beiden Stellen weg in der Angabe. Das kennen wir schon von der Angabe Flight Level, zum Beispiel von der Höhenangabe. Und 008 wären dann eben 800 Fuß. 080 wären dann 8000 Fuß und 800 wären dann 80.000 Fuß. In einer solchen Höhe bewegen wir uns aber mit Airlinern nicht, also wäre das für uns dann auch schon wieder egal, abgesehen davon, dass es in dieser Höhe auch zu keinen Wolkenbildungen mehr kommen kann. Hier also das Beispiel BKN 008 und dann gäbe es noch die Möglichkeit, die Wolkengattung anzugeben über einen 2-3-Buchstaben-Code. Hier in diesem Fall Tango Charlie Uniform würde also dieser Form entsprechen und bedeutet Broken, Bewölkung eben 5-7 Achtel in einer Höhe von 800 Fuß und die Wolkengattung, die wir hier vorfinden, wären in diesem Fall Towering Cumulus. Das sind Wolken, die wir hier finden, typische Gewitterwolken oder Gewitterentwicklungswolken, Regenwolken, die Towering Cumulus, die mit der Abkürzung TCU, also Tango Charlie Uniform, angegeben werden, oder die klassischen Gewitterturmwolken, die sogenannten Cumulonimbus, die dann mit dem Lettercode Charlie Bravo angegeben werden, hinter der Wolkenuntergrenze-Bezeichnung. Welche Wolken wir generell antreffen können im Himmel, sind hier in dieser Übersichtsgrafik dargestellt. Das sind teilweise sehr tiefe Wolken, die meist harmlos sind, außer den Nimbus Stratus. Die Regenwolken sind ansonsten sehr häufig die Stratocumulus, das sind die klassischen Schäfchenwolken, oder auch dann die noch höher gelegenen Altocumulus, die als Schäfchenwolken vorliegen, oder die Stratus, die als tiefe Wolken vorliegen. Altostratus machen klassischerweise dichte Bedeckungen des Himmels. Und dann gibt es noch die Cirruswolken, die kennt man auch ganz eindeutig, das sind so ausgefranste Wolken, die durch hohen Wind vorangetrieben werden. Die sogenannten Cirruswolken oder Cirrocumulus. Cumulus bedeutet immer eine Akkumulation, also eine Anhäufung von Wolkenformationen. Und die Cirrostratus, die eben eine sehr hohe flächige Bedeckung bedeutet.
Gut, kommen wir zum nächsten Bereich der Metar-Wettermeldung. Und die zeigt uns zwei Zahlen, abgetrennt durch einen Slash, durch einen Schrägstrich. Und die bedeuten die Temperatur und den Taupunkt. Die ersten beiden Ziffern beziehen sich auf die Lufttemperatur am Airport, der die Meta-Wettermeldung herausgibt, in Grad Celsius. Nach dem Schrägstrich auf den Taupunkt, ebenfalls in Grad Celsius. Der Taupunkt ist jene Lufttemperatur, bei der das Wasser kondensiert, also sich Nebel bildet, beziehungsweise in höheren Lagen dann Wolken. Ja. Steht vor einer dieser Zahlen oder vor beiden der Buchstabe M, bedeutet das Minus. Also hier zum Beispiel 03/M02 würde bedeuten Lufttemperatur 3 Grad, Taupunkt minus 2 Grad. Die Differenz, der Abstand zwischen Lufttemperatur und Taupunkt wird als Spread bezeichnet. Je kleiner diese Differenz ist zwischen Lufttemperatur und Taupunkt, umso gesättigter ist die Luft mit kondensiertem Wasserdampf, also umso höher ist die Luftfeuchtigkeit. Wenn Temperatur und Taupunkt gleich sind, in unserem Beispiel wäre das zum Beispiel 03/03, dann würde eine hundertprozentige Luftfeuchtigkeit vorliegen und das bedeutet Nebel, das bedeutet keine Sicht. Der nächste Bereich, ganz, ganz, ganz entscheidend und ganz, ganz wichtig für die Fliegerei, ist der Luftdruck. Beim Luftdruck geht es uns nicht wie sonst oft in der Meteorologie um die Aussicht, ob das Wetter schön wird oder schlecht wird, sondern der Luftdruck hat für uns eine ganz besondere Bedeutung und welche, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Zuerst aber mal auf die hier angegebene Einheit des Luftdrucks. Angegeben ist hier der lokale Luftdruck am Flughafen in Bezug auf die Höhe des Flughafens auf Meereshöhe. Hier also nicht auf 0 Fuß above Ground Level, sondern auf die Höhe des Flughafens über dem Meeresspiegel. Dieser lokale Luftdruck wird hier angegeben und man bezeichnet diesen Luftdruck als QNH. Merkt dir diese Bezeichnung. Die wird dir noch wahnsinnig oft begegnen in der Fliegerei. QNH. Der QNH selber, also der Luftdruck selbst, wird dann im europäischen Raum in Hektopascal angegeben. Und dabei in einer vierstelligen Zahl, die Kommastellen lässt man hier weg in der Angabe. Und in diesem Fall hätten wir 1008 Hektopascal, also 1008 Hektopascal lokalen Luftdruck. Im amerikanischen Raum, aber auch im asiatischen Raum wird der Luftdruck hingegen in Inch Quecksilbersäule angegeben. Das ist eine andere Einheit. Wir in Europa, im europäischen Raum, haben immer die Einheit HPA, also Hektopascal, und in dieser Einheit wird der QNH bei uns auch angegeben. Für dich vielleicht noch ganz wichtig, dich gleich jetzt ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Es gibt einen Standardluftdruck, der von der ICAO, kennst du mittlerweile schon, in der sogenannten International Standard Atmosphere festgelegt wurde. Diese International Standard Atmosphere, ISA, als ISA bezeichnet, meint einen Luftdruck auf 0 Fuß mean sea level, also über dem Meeresspiegel, das heißt direkt am Meeresspiegel, von 1013,3 Hektopascal. Das ist der Standard Luftdruck. Wozu wir den brauchen, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Und zwar, wenn es darum geht, dass vom Luftdruck unsere gemessene Höhe im Flugzeug abhängig ist. Und das ist deswegen der Fall, weil der Höhenmesser im Flugzeug barometrisch bestimmt wird. Über ein Loch in der Flugzeugwand, den sogenannten Static Port, wird 90 Grad entgegen der Richtung, die das Flugzeug fliegt, der Luftdruck gemessen und in diesen Luftdruckmesser, in diesen Höhenmesser hineingeleitet. Dort drückt dieser Luftdruck
solche Messingscheiben zusammen, zumindest in den ursprünglichen alten uhrenmäßigen Höhenmessern, die wir aus der Cessna zum Beispiel noch kennen. Und dieses Zusammendrücken dieser Platten bedeutet einerseits eine elektrische Widerstandsänderung, andererseits aber auch kann das mechanisch bei den alten Geräten eine Drehung dieser Kuppelstange bedeuten und dementsprechend werden dann die Höhenmesser anzeigen, alleinig durch den Luftdruck bedingt. Grundlage dessen ist, dass der Luftdruck mit zunehmender Höhe immer geringer wird. Ausgehend von der Standardatmosphäre weiß man, dass der Luftdruck mit zunehmender Höhe immer um einen bestimmten Wert geringer wird. Daraus kann man dann äquivalent umrechnen, je nach vorherrschendem Luftdruck, bezogen auf die Standardatmosphäre jedenfalls, wie hoch der Luftdruck ist. Nachdem der aktuelle Luftdruck aber wetterabhängig ist, der aktuelle lokale Luftdruck, den wir lokal am Flughafen haben, entspricht nicht der standardatmosphärischen, dem standardatmosphärischen Luftdruck, der erwartet wäre, sondern ist wetterabhängig. Ja. Somit muss das lokale QNH, also der lokale Luftdruck, am Höhenmesser eingestellt werden, um sozusagen diesen Ausgleich, die Kompensation hin zum standardatmosphärischen Luftdruck zu erreichen. Dann stimmt der Höhenmesser exakt und das muss jedes Mal eingestellt werden. Wenn wir von einem Flughafen abheben im Takeoff und steigen im Steigflug, im sogenannten Climb, dann erreichen wir irgendwann eine bestimmte Höhe und auch eine bestimmte Geschwindigkeit, ab der wir sehr rasch verschiedene Gebiete, damit auch unterschiedliche Zonen mit unterschiedlichem Luftdruck überfliegen werden. Das würde bedeuten, wir bräuchten einen Dritten im Cockpit, der uns permanent den lokalen Luftdruck einstellt, je nach Wetterzone, die wir gerade überfliegen. Das ist also absolut unpraktikabel, macht keinen Sinn. Somit hat man sich darauf geeinigt, ab einer bestimmten Höhe, der sogenannten Übergangshöhe oder Transition Altitude, TA, auf den Standardluftdruck, nämlich 1013 Hektopascal, umzuschalten. Und somit ist der Luftdruck über allen Gebieten gleich. Und damit auch die Höhe valide messbar ab einer gewissen Höhe, der wir nicht mehr mit Kollisionen über hohe Berge und dergleichen rechnen müssen. Wie hoch diese Transition Altitude ist, entscheidet in der Regel der jeweilige Flughafen. In Deutschland ist es generell immer 5000 Fuß. Ansonsten bitte schaut in den Charts oder in den ATIS, den Flughafeninformationen, nach, in welcher Höhe die Transition Altitude liegt. In Österreich zum Beispiel sind es keine 5000 Fuß, sondern 10.000 Fuß. Ja. Ab dem Durchsteigen dieser Transition Altitude stellen wir auf unserem Höhenmesser vom lokalen Luftdruck, also vom QNH, auf Standardluftdruck um. Und ab dieser Höhe erfolgt die Höhenangabe nicht mehr in Fuß, sondern in sogenannten Flight Leveln, abgekürzt FL. Ein Flight Level meint die Höhe in Fuß, wobei man die letzten beiden Stellen weglässt. Das heißt, um von Flight Level auf Höhe in Fuß über dem Grund, beziehungsweise eigentlich über dem Meeresspiegel, umrechnen zu können, müsste man die Angabe mit 100 multiplizieren. Das Flight Level 120 zum Beispiel, also 120, wäre eine Höhe von 12.000 Fuß. Ja, ihr müsst einfach zwei Nullen hinten dran denken. Dann habt ihr die Höhenangabe in Fuß, beziehungsweise von der Höhenangabe in Fuß die letzten zwei Stellen wegstreichen. Dann habt ihr die Angabe in Flight Level. Flight Level wird die Höhe, wie gesagt, oberhalb der Transition Altitude, oberhalb dieser Übergangshöhe angegeben. Etwas anders ist die Situation im Sinkflug. Wenn wir sinken aus dem Bereich des Standardluftdrucks auf den Destination Airport, also den Airport, an dem wir landen möchten, zu,
Dann müssen wir ab einem bestimmten Flight Level, wissen wir jetzt schon, was das ist, ab einem bestimmten Flight Level, das wir Transition Level nennen und mit TRL abkürzen, zurückschalten auf den lokalen Luftdruck, also den lokalen QNH, der am Zielflughafen, am Destination Airport herrscht. Oberhalb der Transition Level erfolgt die Höhenangabe in Flight Level, das wissen wir schon, Höhenfuß mal 100. Darunter erfolgt die Höhenangabe dann wieder vollständig in Fuß. Woher wissen wir, in welcher Höhe das Transition Level des Destination Airports liegt? Das steht in der Regel nicht auf den Charts. Ganz selten findet man das auf den Charts. In Deutschland und überhaupt Zentraleuropa wird man das nie auf den Charts finden. Da steht nur Transition Level bei ATC, also durchgegeben durch die Flugsicherung, durch den Fluglotsen. Nachdem die Flugsicherung auch diese sogenannten ATIS ausgibt, die Flughafeninformationen, ist dort das Transition Level vermerkt oder man kann es direkt am Funk im Gespräch mit dem Lotsen erfragen oder erfahren. ATIS bedeutet Automatic Terminal Information Service, also eine automatisch ablaufende, wiederkehrende Ansage von Informationen zum Flughafen. Über das ATIS und dessen Aufbau werden wir uns dann nachher noch kurz informieren. Zuvor aber noch der letzte Bereich der Metameldungen und dem aufmerksamen Flugschüler wird es jetzt nicht entgangen sein, dass wir gerade zwei Gruppen übersprungen haben. Das deswegen, weil das den Rahmen deutlich sprengen würde und außerdem nur sehr selten in Metameldungen vorkommt, haben wir uns das jetzt gespart und das übersprungen sozusagen ausgelassen. Aber ganz hinten die Trendgruppen, die sollten wir doch noch etwas näher betrachten. Die geben nämlich den Wettertrend für die nächsten 2 Stunden an. Auch in einer Meta, die an sich keine Wettervorhersage ist wie die TAF, können wir hier einen Wettertrend vermerkt finden. Hier gibt es drei wichtige Trendgruppen. Das eine wäre NOSIC, steht für No Significant Change. Das heißt, dass innerhalb der nächsten 2 Stunden keine wesentlichen Wetteränderungen zu erwarten sind. Die Möglichkeit, dass hier die Abkürzung für Becoming steht, also werden, das heißt, in den nächsten 2 Stunden wird das Wetter zum Beispiel regnerisch, ja, was auch immer. Oder Tempo, das steht für temporary, das heißt zeitweise oder vorübergehend kann es innerhalb der nächsten 2 Stunden schneien zum Beispiel. Ja. Diese Trendgruppe kann dann um eine Uhrzeit, für die diese Wetteränderung erwartet wird, ergänzt werden, wiederum in Stunde, Stunde, Minute, Minute. Wichtig ist in Zulu Time, also in UTC. Dann gibt es noch die Möglichkeit, diese Wettererscheinung näher zu klassifizieren von ihrem Zeitraum des Auftretens her mit dem Buchstabencode Foxtrot Mike für from, also beginnend, bis, wann das endet, das bedeutet dann Tango Lima für until oder till, oder für einen genauen Zeitpunkt, der dann mit dem Lettercode Alpha Tango, also at, um diese bestimmte Uhrzeit angegeben wird. Aber sehr selten der Fall, dass sich die Wetterfrösche so einig sind, dass sie für einen genauen Zeitpunkt eine Wettererscheinung vorhersagen würden. Nun, wie ich zu Anfang gesagt habe, Meta-Decoding ist relativ viel. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Bezeichnungen, gerade was die Wetterphänomene betrifft oder auch den hier ausgelassenen Pistenzustand, der sehr komplex kodiert ist. Da empfiehlt es sich zum Beispiel, eine solche Kodierungshilfe in den Flugunterlagen bei der Hand und griffbereit zu haben, um das Meta dann auch dekodieren zu können. Hier sehen wir zum Beispiel noch etwas, das ich ursprünglich im Bereich der Bewölkung vergessen habe, dir mitzuteilen. Und das ist eine besondere Angabe für Wolken, nämlich wenn keine Wolken vorhanden sind, dann gibt es die Möglichkeit, dass im Metacode die Bezeichnung CAVOC steht. CAVOC bedeutet Clouds and Visibility okay, also Wolken und Sichtweite
In Ordnung. Sogenannte KAVOK-Bedingungen sind dann der Fall, wenn die Sichtweite 10 Kilometer oder mehr beträgt, keine Wetterphänomene erwartet werden, die hier beschrieben sind, keine Cumulonimbus-Wolken, also Gewitterwolken, vorliegen und keine Wolken unter einer Grenze von 5000 Fuß zu erwarten sind bzw. vorliegen. Wenn diese vier Bedingungen zutreffen, steht in der Meta-Wettermeldung die Bezeichnung KAVOK für Clouds and Visibility. Okay. Also, eindeutige Empfehlung an dich, leg dir so eine Meta-Dekodierungstabelle zu. Du findest sie unter anderem auch im Flight Crew Operations Manual und kannst oder solltest sie dir ausdrucken oder auf einem eigenen Bildschirm nebenbei griffbereit abgelegt haben. Das war es soweit zum Ausflug in die Meteorologie und wir setzen direkt weiter mit der Flugplanung. Wir sind ja eigentlich gerade daran auszuwählen, welche Runway wir für den Start und für die Landung gerne einplanen möchten. Da gibt es eben Möglichkeit Nummer 1, sich das direkt aus der Metar-Meldung zu beziehen. Möglichkeit Nummer 2 besteht aber auch, das Metar über die ATIS zu bekommen. Der Begriff ATIS kam jetzt schon mehrfach zur Sprache und meint eine Automatic Terminal Information Service, also eine automatische Information über den Flughafen, der sie ausgibt. Auf WETSIM wird diese ATIS auf einem eigenen Funkkanal sprachlich durch eine Computerstimme immer wiederkehrend vorgelesen und wiederholt und man kann die ATIS abhören. Auf IWAO zum Beispiel findest du die ATIS-Information, wenn du auf den orangenen Kreis, der einen Tower-Lotsen symbolisiert oder einen Approach-Lotsen im Bereich dieser blauen Zuständigkeitsmarkierung, wenn du da draufklickst, dann siehst du hier die Funkstation, die das ausgibt. In diesem Fall ist das der für uns auch relevante Hamburg Tower, ja, also ein Tower-Lotse auf dieser Frequenz zu erreichen. Das ist für uns unrelevant, wie lange der schon online ist. Und dann finden wir die ATIS-Information. Die ATIS-Information zeigt uns, beginnend mit dem ICAO-Code des Flughafens und der Bezeichnung des ATC-Controllers. In diesem Fall EDTH für Hamburg, Tower Hamburg. Ja, also EDTH Tower und dann Hamburg Tower. Ja. Information Golf, das ist der ATIS-Kennbuchstabe. Jede Neuerung der ATIS-Information wird mit einem weiteren Buchstaben im Alphabet fortführend bezeichnet. Hier hätten wir eben den Buchstaben G, Information Golf. Das muss man mit angeben, wenn man sich bei dem Lotsen meldet, dass man die Information Golf gelesen hat. Weil wenn es inzwischen schon die Information Hotel gibt zum Beispiel, dann wird er dich darauf hinweisen, schau nochmal nach, da gibt es eine neuere ATIS, wird dir sagen, Information Hotel is current. Dann steht noch dabei, wann das aufgenommen wurde. Also recorded at 14.20 Uhr Zulu Time. Genau, und dann folgt die Meta, genau in dem Code, wie wir sie schon kennen. Wir können jetzt versuchen, das zu dekodieren gemeinsam. EDTH für den Flughafen Hamburg am 11. des aktuellen Monats um 13.50 Uhr Zulu Time. Also wenn gerade Winterzeit ist, eine Stunde dazu, dann sind wir in unserer mitteleuropäischen Zeit. Der Wind kommt aus 220 Grad mit einer Geschwindigkeit von 19 Knoten. Die Sichtweite beträgt 4200 Fuß. Die Sichtweite beträgt 4200 Meter. Die Wettererscheinung hat ein Minus davor, das heißt schwach. Und DZ, jetzt können wir hier zurückgehen und nochmal nachschauen. DZ ist ein Sprühregen, Drizzle. Ja? Wenn wir hier jetzt also haben Minus DZ, bedeutet das, wir haben von den Wettererscheinungen her leichten Sprühregen. Die Bewölkung ist broken. Mit einer Wolkenuntergrenze von 600 Fuß über dem Grund. Die Temperatur beträgt 3 Grad, der Taupunkt beträgt 2 Grad. Ist also relativ nahe beieinander, die Spread ist sehr gering.
Das erklärt uns auch, dass die Sichtweite, wie hier schon angegeben, relativ gering ist, weil die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, also Nebelbildung vorliegt. Eingeleitet durch das Q finden wir nun, also Quebec, finden wir nun den lokalen Luftdruck, das QNH, der gerade in Hamburg 1.0.1.0 beträgt. Die Trendgruppe Tempo ist hier angegeben, also temporär, vorübergehend, zeitweilig. Kann es, hier haben wir eine Windangabe, zu Wind aus 220 Grad mit 20 Knoten und Böen bis auf 30 Knoten kommen, einer Sichtweite von 3000 Metern, Sprühregen, also nicht mehr leichten Sprühregen, sondern mäßigem Sprühregen. Und damit ist unsere Meta beendet. Anschließend finden wir, meistens angegeben, die verwendete, also in Betrieb genommene Runway für den Anflug, für den Arrival. Arrival bedeutet Ankunft, Anflug. Arrival Runway 23. Das heißt, wenn wir nach Frankfurt, wenn wir nach Hamburg fliegen möchten, werden wir auf der Runway 23 landen. Für die Departure, also Takeoff, Start von Hamburg aus, hingegen wird ebenfalls die Runway 23 verwendet in diesem Fall. Ja, trotz vier Runways, die es in Hamburg gibt, aufgrund der Windlage und Wetterlage und Betriebsvorschriften für den Flughafen Hamburg, ist sowohl für den Anflug als auch für den Takeoff die Runway 23 Betrieb. Dann finden wir angegeben das Transition Level. Das Transition Level beträgt hier Flight Level 070. Das heißt also, wenn wir aus einer höheren Flughöhe kommen, descenden, also sinken für die Landung auf dem Flughafen Hamburg, müssen wir auf Flight Level 70, das sind 7000 Fuß, auf den Standardluftdruck, auf den QNH von 1.0.1.0 umschalten. Wenn wir in Hamburg starten und in den Steigflug gehen, also in den Climb, dann müssen wir in einer Transition Altitude von 5000 Fuß, deutschlandweit einheitlich, vom lokalen Luftdruck, vom lokalen QNH auf Standardluftdruck umschalten. Dann kennen wir schon diese Abkürzung REMARK, RMK. Dann stehen noch Besonderheiten oder Bemerkungen daneben. Departure Frequency 122.8. Also für den Abflug müssen wir noch auf eine andere Frequenz umschalten. In diesem Fall ist das Unicom. Confirm ATIS Information Golf on Initial Contact. Das ist das, was ich dir am Anfang gesagt habe. Wenn du dich zum ersten Mal beim Hamburg Tower meldest, in der Regel zum Beispiel mit einer Freigabe, einer Clearance für den Flug oder anmeldest, dass du auf den Anflug stabilisiert und intercepted bist, dann sagst du dem Lotsen dazu, beim Initial Contact, also beim Erstkontakt, Information Golf. Weiß der Lotse, du hast die ATIS Information mit der Bezeichnung Golf gelesen. Verstanden. Hältst dich daran. Das war die ATIS. Gar nicht so kompliziert. Das Meta kennen wir jetzt auch schon. Und damit ist es für uns ein einfaches herauszufinden, dass wir in Salzburg von der Runway 33 starten werden und in Hamburg auf der Runway 23 landen werden. Der nächste Bereich fragt uns nach der Zeit, die wir voraussichtlich fürs Taxi benötigen werden. Und das ist insofern relevant, als dafür natürlich mehr Treibstoff mitgenommen wird. Die Taxi-Time vom Gate am Departure Airport zur Runway wird hier meist standardmäßig mit 20 Minuten veranschlagt. Die Angabe erfolgt hier also in Minuten. Das ist der Taxi-Out. Nach der Landung in Hamburg, die Zeit, die wir für das Rollen, also das Taxi von der Landebahn 23 bis zu unserem Gate brauchen, bedeutet die Taxi-In-Time. Nachdem Hamburg ein relativ großer Flughafen ist und wir schon einige Zeit brauchen werden, um von unserer Runway 23 zum Gate zu taxien,
habe ich hier die Zeit mal auf 15 Minuten, Daumen mal Pi, veranschlagt. Ja. Dann gibt es die Möglichkeit, hier einen Wert für den Extra-Fuel einzugeben. Extra-Fuel oder Final Reserve ist diejenige Menge an Treibstoff in Tonnen gemessen, die der Pilot selber aus Sicherheitsgründen noch dazugeben kann. Ich, aber das ist bitte nur mein eigenes Ding, wähle für diese Final Reserve, für diesen extra Treibstoff, meistens, wenn ich keine besonderen Probleme erwarte, 2,2 Tonnen. Also Angabe in Kilogramm, aber trotzdem gemessen in Tonnen. 2 Decimal 2 wären 2,2 Tonnen. Nun, noch einmal ganz kurz dazu, wie komme ich dazu, für die Treibstoffberechnung 15 Minuten Taxi-Time zu veranschlagen, statt der standardmäßig, ich glaube, 8 Minuten, die SimBrief da vorgibt für das Taxi-In. Man schaut sich die Aerodrome-Charts an in Hamburg. Jetzt sehen wir hier die Runway 23. Das heißt, wir werden hier landen. Hier ist die Runway Threshold. Hier werden wir landen. Dann haben wir die Rollout und werden dann an einer dieser Exit Zones, vielleicht im schlimmsten Fall sogar hier hinten, die Runway verlassen und auf den Taxiway einbiegen. Die Aprons, das heißt das Vorfeld mit den Gates, wo wir hintaxen müssen, ist hier vorne. Ja? Das heißt, wir müssen die ganze Strecke von hier, zum Beispiel von Delta 3 über den Taxiway Delta 1 nach vorrollen. Hier müssen wir sogar eine Runway kreuzen, das heißt, wir müssen davor anhalten, brauchen eine Freigabe vom Lotsen, dass wir drüber dürfen, also cross the runway. Danach dürfen wir erst überqueren und dann müssen wir noch bis zum Gate Taxi. Dazu kommt, dass ich jetzt als Pilot, sagen wir mal, mich nicht wahnsinnig gut in Hamburg auskenne, das heißt, es vergeht ein bisschen Zeit, mich zu orientieren. Hamburg ist ein sehr betriebsamer Flughafen, zumindest außerhalb von Corona-Zeiten, in der Simulation jedenfalls. Also muss ich damit rechnen, dass es aufgrund des Flugbetriebs vielleicht noch zu Verzögerungen mit dem Taxi kommt, weil ich anderen Flugzeugen die Vorfahrt gewähren muss. Das wird dann als Giveaway bezeichnet. Funk. Beim Start kann es auch sein, dass ich vorher noch Enteisen fahren muss, also De-Icing Procedures. All dies muss ich einberechnen und dann komme ich so aufgrund meiner Erfahrung und Abschätzung dazu, dass ich sage, 15 Minuten Taxi-Time für das Taxi-In sind mir lieber als 8 Minuten. Und das nimmt ja direkt Einfluss auf die Fuel Calculation, die auch eben mein als Pilot in Command, mein persönlicher Wunsch nach Final Reserve, also extra mitgenommenem Treibstoff aus Sicherheitsgründen von 2,2 Tonnen, wie schon erklärt, die ich normalerweise mitnehme, entspricht 2,2 Tonnen, die hier eingetragen sind. Nun ganz kurz zur Treibstoffberechnung, zur Fuel Calculation per se. Woraus setzt sich der Treibstoff, den wir mitnehmen? Der gesamte Treibstoff, den wir mitnehmen, wird als Block Fuel bezeichnet. Woraus setzt sich der zusammen? Nun, zum größten Teil und zuallererst einmal aus dem Treibstoff, den ich brauche vom Start auf der Runway, in unserem Fall in Salzburg, für den Steigflug, den Reiseflug, Sinkflug, den Anflug auf Hamburg und bis hin zur Landung auf der Runway 23 in Hamburg. Der Flug also von A nach B, vom Departure Airport zum Destination Airport. Dieser Treibstoff wird als Trip Fuel bezeichnet. Der rechnet sich grundsätzlich aufgrund der Zeit, die wir vermutlich dafür brauchen, wenn man eine Consumption, also eine Verbrauchsrate von etwa 50 Kilogramm Kerosin pro Minute veranschlagt, was für die A320-Familie realistisch ist, dann kommt man auf die Menge des Trip Fuels. Macht SimBrief für uns automatisch, nur dass du verstehst, wie kommen die ganzen Fuel Figures, die Treibstoffmengen, zustande. Dazu nehmen wir noch etwas mehr Treibstoff mit für den Reiseflug, weil es sein kann, dass sich das Wetter ändert
Und auch während unseres Reiseflugs vielleicht einmal nötig ist, einer Gewitterwolke auszuweichen, Turbulenzzonen auszuweichen, einmal höher oder niedriger zu fliegen, um Wetterphänomenen auszuweichen. Und dafür veranschlagen wir im Allgemeinen immer, und das ist ein Standardwert, 5% des Trip-Fuels zusätzlich als Aufschlag für abweichende Flugmanöver bedingt durch Wetterbedingungen, Wetterphänomene. Das ist unser Contingency Fuel. Der Taxi Fuel, also jenen Treibstoff, den ich brauche für die APU, mein Hilfstriebwerk, die Auxiliary Power Unit, für das Taxiing selbst, das heißt für das Rollen vom Gate zur Runway und umgekehrt in Hamburg von der Runway zum Gate und ein eventuelles De-Icing, also Enteisungsverfahren. Wenn ich im Winter von Salzburg starte, ist das nicht unrealistisch. Das alles tragen wir als Taxi-Fuel ein. Dann brauchen wir noch etwas, dass wir genügend Treibstoff mithaben, um im Falle einer unmöglichen Landung auf unserem Departure Airport, also eigentlich wollen wir nach Hamburg fliegen, aber wir gehen davon aus, es könnte durch welche Bedingungen auch immer dazu kommen, dass ich meine Landung abbrechen muss in Hamburg, einen Go-Around fliegen muss und dann noch zu meinem A-Alternate fliegen muss, ja, also zu meinem Ausweichflughafen. Für diesen Go-Around und die Wegstrecke bis zum Alternate und die Landung auf dem Alternate nehme ich den Alternate Fuel mit. Dann muss ich noch ein bisschen Treibstoff mitnehmen, falls auch die Landung am Alternate-Flughäfen nicht auf Anhieb gelingt und ich auch da einen Go-Around fliegen muss, beziehungsweise ein eventuelles Holding, eine Warteschleife von insgesamt gehen wir von 30 Minuten aus. Das ergibt unsere Final Reserve. Und dazwischen versteckt haben wir ganz klein den Extra Fuel. Das ist diese Sicherheitsmenge an Treibstoff, die wir auf Pilotenentscheidung noch zusätzlich mitnehmen. Wie gesagt, ich nehme mir standardmäßig, wenn ich keine besonderen Schwierigkeiten oder Komplikationen erwarte, sicherheitshalber etwa 2,2 Tonnen extra mit. Das kannst du als Pilot, als Pilot in Command für dein Flugzeug, für deine Flugplanung aber selbst entscheiden. 2,2 Tonnen ist ein ganz guter Wert. Somit haben wir hier unter diesen Optional Entries schon fast alles eingetragen. Das nächste Feld betrifft die Flughöhe. Altitude meint hier die Reiseflughöhe. Und ihr seht schon, ich habe hier eingetragen 320. Wir werden wohl nicht auf 320 Fuß Höhe von Salzburg nach Hamburg kommen. Da würden wir schon am ersten Hügel eine zwangsmäßige Pause einlegen müssen. Somit kannst du dir als Schlaufuchs, der du ja bist, schon denken, hier handelt es sich um einen Flight Level. Also Flight Level 320, das sind wie viel Fußhöhe? Weißt du schon genau, zwei Nullen hinten dran, 32.000 Fuß Höhe. Die Höhe musst du dir grundsätzlich selber eintragen. Empfehle ich dir wirklich, lege ich dir ans Herz, lass hier nicht Simbrief werken. Es gäbe die Möglichkeit, die Altitude auf Auto stehen zu lassen, allerdings die Höhen, die dabei rumkommen, sind oftmals wirklich nicht geeignet. Sodass ich dir ganz dringend ans Herz legen möchte, bestimme deine Höhe für den Cruise Flight Level selber. Als Orientierungshilfe für einen sehr, sehr kurzen Flug, ja, genügt dir ein Flight Level um 200. Ein kurzer Flug mit einer Airtime, also reiner Flugzeit, von bis zu einer Stunde kommst du aus, wenn du ein Flight Level so rund um 270 wählst. Alles ab einer Stunde Airtime, da macht es dann schon Sinn, größere Höhen zu fliegen, so rund um Flight Level 350, also 35.000 Fuß. Warum ist es günstig, in eine so große Höhe zu steigen? Nun, je höher man steigt und in je größerer Höhe man fliegt, so geringer ist dort der Luftdruck. Geringerer Luftdruck bedeutet weniger Widerstand im Flug
somit weniger Treibstoffverbrauch bei gleicher oder bei gleichem Treibstoffverbrauch schnellerer Fortbewegung, Flug. Bedenken müssen wir hier allerdings, dass wir nicht ganz frei sind in der Entscheidung unseres Flight Levels, sondern dass wir da auch noch die sogenannte Halbkreisflugregel bedenken müssen, die sogenannten Semicircular Flight Rules. Die Halbkreisflugregel gilt international einheitlich und meint, dass man bei einer Flugroute, die tendenziell nach Osten geht, ein ungerades, auf Englisch odd, deshalb Osten, odd, zweimal das O, Flight Level fliegen muss. Bei einer Flugroute nach Westen hingegen, so wie es bei uns der Fall ist, hingegen ein gerades Flight Level auf Even. Warum ist das wichtig? Das dient einer gewissen Vertical Separation, also einer Höhenstaffelung von Flugzeugen. Ja, somit ist sichergestellt, dass wir zwischen zwei Flugzeugen immer 2000 Fuß gestaffelt haben. Ja, weil die einen, also zumindest in einer Richtungsbezeichnung. Ansonsten, in der anderen Flugrichtung, haben wir eine Staffelung von 1000 Fuß zwischen den Flugzeugen. Das bedeutet jetzt also in unserem Fall, wir fliegen von Salzburg nach Hamburg. Das ist zwar fast exakt nördlich, aber doch tendenziell nach Westen, brauchen wir ein gerades Flight Level, ein Even. Hier können wir auswählen, welches gerade Flight Level wir anwenden. Jetzt habt ihr gesehen, ich habe hier eingetragen 320. Das steht hier gar nicht drinnen. Eigentlich dürfte ich nur 310, 350 nehmen. Das liegt an einer Beschränkung, die es früher gegeben hat und heute noch in nur noch manchen Teilen Europas, wo man oberhalb vom Flight Level 290 eine 2000 Fuß Staffelung versucht hat zu erreichen. Und dann ist man in 2000 Fuß Schritten. Das heißt, oberhalb von 290 ist gerade, dann wäre das nächste 2000 Fuß höher, ist 310, wieder 2000 Fuß höher, 330, wieder 2000 Fuß höher, 350, wieder 2000 Fuß höher, 370, nochmal 2000 Fuß höher, 390. By the way, 390 ist die Dienstgipfelhöhe, also unser Service-Ceiling. Höher können wir mit einem Flugzeug aus der A320-Familie gar nicht fliegen. Heute ist über großen Teilen Europas, und diese Fläche breitet sich zunehmend aus, dass dieser sogenannte Non-RVSM Airspace umgewandelt worden in einen RVSM Airspace. RVSM bedeutet, hier steht es, Reduced Vertical Separation Minima. Das heißt, wir brauchen nicht mehr ab Flight Level 290 in 2000er Schritten staffeln, sondern können durchgängig in 1000 Fuß Schritten staffeln. Und damit bleibt dieses Odd and Even von Boden weg bis in die Höhe hinauf durchgehend. Gerades Fluglevel, wenn wir nach Osten fliegen, ungerades Fluglevel, wenn wir nach Osten fliegen, gerades Fluglevel, wenn wir nach Westen fliegen. Somit ist, wie in unserem Fall, Flight Level 320 für den Flug von Salzburg nach Hamburg, der leicht westlich geht, ein gutes, geeignetes Flight Level für den Reiseflug, also für die Cruise Altitude. Noch eine Bemerkung am Rande: Die ICAO hat weltweit vorgeschrieben, dass ab Flight Level 285, also ab 28.500 Fuß, verpflichtend der Autopilot verwendet und eingeschaltet werden muss. Darunter obliegt es euch als Pilot in Command, ob ihr das Flugzeug manuell, händisch steuern möchtet oder die Geschichte dem Autopilot überlasst. Die nächsten Möglichkeiten, die wir eintragen können und auch bitte unbedingt sollen, die sind ganz wichtig für Weight and Balance und damit auch für Treibstoffberechnung, also für die Fuel Calculation. Wir müssen unsere Passagiere eintragen. Die Möglichkeit, je nachdem, wie viele Passagiere maximal ihr mitnehmen könnt, liegt am Beladeplan eures Flugzeugs. Der hier ist für die
für den A321-211 in der Bestuhlung, wie ich sie verwende, vorgegeben und 200 Passagieren maximal beschränkt. Ich habe mich hier für heute auf 162 Passagiere geeinigt. Noch kleine Anmerkung am Rande. Passagiere werden in der Fliegerei als Paxe bezeichnet, also Pax die Abkürzung für Passagiere. Achtet dabei darauf, dass ihr mehr Passagiere ihr mitnehmt. Umso höher wird auch euer Zero-Fuel-Weight, also das Gewicht des Flugzeugs ohne Treibstoff, das für die Treibstoffberechnung wichtig ist. Umso mehr Treibstoff müsst ihr mitnehmen und umso höher wird damit euer Gesamtgewicht, euer sogenanntes Gross-Weight. Und das kann letztendlich auch mal dazu führen, dass ihr euer maximal zulässiges Take-off-Weight, also das Gewicht, das maximal für den Start vorliegen darf, überschreitet. Ja, das heißt, besten nicht immer die Flieger vollstopfen. Das Gewicht eines einzelnen Passagiers wird hier standardmäßig mit 100 Kilogramm pro Passagier veranschlagt. Darin inkludiert ist allerdings schon das Gepäck des Passagiers. Ja, das heißt, wenn ich jetzt eine Reisegruppe aus sehr vielen übergewichtigen Passagieren habe, die noch sehr viel Gepäck haben, komme ich mit meiner 100 Kilogramm Schätzung gar nicht raus. Aber im Schnitt äquilibriert sich das dann wieder und geht sich so aus, dass wir mit dieser Standardberechnung von 100 Kilogramm pro Passagier inklusive Gepäck ganz gut einen Wert haben, mit dem wir rechnen und weiterarbeiten können. Genauso wichtig wie die Anzahl der Passagiere und damit die Beladung an Gewicht in Bezug auf die Passagiere, die wir befördern, ist auch die Beladung mit zusätzlicher Fracht, sogenannten Cargo. Darin nicht inkludiert ist das Gepäck der Passagiere, weil das ja schon in die 100 Kilogramm pro Passagier mit integriert ist. Aber jedes Passagierflugzeug nimmt nach Möglichkeit immer wieder auch Fracht mit. Das kann Post sein oder auch diverse andere Güter. Und je nach Beladungskapazität haben wir hier unterschiedliche Bereiche. Maximal für den A321-211 können wir im vorderen Frachtraum, dem Forward Cargo, 5670 Kilogramm unterbringen und im Afterward Cargo Compartment, das ist dieser Bereich hier, würden wir nochmal 7 Tonnen und 167 Kilogramm Cargo unterbringen. Insgesamt, wie gesagt, passt auf bei den Beladungswerten, dass ihr kein Übergewicht für den Takeoff bekommt. Gerade bei sehr weiten Flugstrecken, wo ihr entsprechend viel Trip Fuel, von daher schon viel Gewicht mit habt. Also ich sag mal so, je weiter eure Range ist, je weiter eure Distanz vom Departure zum Destination Airport ist, je weiter eure Flugstrecke ist, so mehr Gewicht müsst ihr sparen bei Passagieren, Cargo und damit auch beim Treibstoff, um nicht die Limitationen, also die Maximalkapazität zu überschreiten. Das Zero Fuel Weight, abgekürzt mit ZFW, habe ich schon mal angesprochen und bedeutet das Gesamtgewicht des Flugzeugs inklusive Passagiere und Fracht, aber ohne Treibstoff, drum Zero Fuel Weight. Das lässt ihr am besten auf Auto stehen. Das berechnet Simbrief sehr akkurat mit. Die restlichen Angaben sind nur noch zu euch als Pilot in Command. Damit hier unwichtig.